Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zur Folge 2 des Webinars. Ich weiß ehrlicherweise noch gar nicht, ob ich live bin. Also ich habe es noch nicht gesehen. Wenn ja, schön, dass ihr da seid. Wir sind wie gestern, also der Start ist gut, würde ich mal sagen. Wir sind ein wenig früher online. Wenn ihr mich sehen, hören könnt, dann sagt es doch einmal ganz kurz. Und bevor wir hier Smalltalk machen, passt der Ton? Zweite Frage. Wart ihr gestern schon da? Das würde mich tatsächlich interessieren, weil wir haben es ja, probieren es jetzt gerade zum zweiten Mal aus. Hi, sehr schön. Das heißt, ich bin schon mal irgendwie zu hören, das ist schon mal ganz gut. Für mich tatsächlich eine relativ wichtige Frage: Wer war gestern mit dabei? Weil ich habe jetzt ja eine relativ ausführliche Präsentation und ich war ja gestern leider nur, es tut mir echt nochmal, es tut mir super, super leid. Ich habe noch einiges umgesteckt und hier gemacht und sowas. Heute müsste hoffentlich alles laufen. Was für mich aber tatsächlich wichtig wäre, wenn ihr gestern da seid, dann sparen wir uns die ersten 20 Minuten und ich komprimiere die sehr stark, bevor ich euch jetzt alles erzähle, was ich euch gestern schon erzählt habe. Das wäre ja ein wenig doppelt dann. Hi, klappt. Ja, passt alles. Ja, geht. Nö, ja, okay. Es sind schon mal Leute da, die gestern nicht da waren. Bisher passt alles, war gestern auch schon. Sehr gut. Grüß gestern bis Ausfall. Hi, man hört, konnte gestern nicht. Funktioniert super, bin, war nicht da. Ich war nicht da. Läuft und war gestern bereits da. Ja, damit bin ich jetzt so ein bisschen in der Zwickmühle. Wir haben noch 2 Minuten. Können jetzt gemeinsam mal entscheiden. Also wir machen es definitiv nicht so ausführlich wie gestern. Was ich machen werde, wir haben jetzt ja quasi auch 2 Aufzeichnungen. Aufzeichnungen bekommt ihr. Ich werde auf jeden Fall die lange erste Hälfte, die wir gestern hatten, werde ich zusammenschneiden mit der langen zweiten Hälfte, die wir heute haben. Dann haben wir eine vernünftige, schöne Aufzeichnung. Die große Frage ist allerdings, soll ich gleich an den Punkt springen, wo wir gestern aufgehört haben? Oder würde es euch auch nicht so langweilen, wenn ich da in 5 Minuten nochmal kurz drüber gehe, für alle Leute, die noch nicht da waren? Ja, genau. Es gibt eine Aufzeichnung auch von gestern. Das heißt, ich werde heute auf jeden Fall den ersten Part relativ schnell durchgehen. Nicht so ausführlich wie gestern. Wir haben gestern so ein bisschen über Spotify geredet und wie man so seinen Beamer und Leinwand absetzen kann. Oder nicht wie, ehrlicherweise. Habe ich euch gesagt, wer es darf. Bei euch, also bei den allermeisten, gehe ich davon aus, dass das nicht geht. Ja, es waren auch tatsächlich einige nicht da. Das ist ja ganz schön. Dann haben wir doch nochmal eine andere Runde. Genau, nächstes Mal machen wir Episode 1. Serie. Tatsächlich ist das aber auch ein Thema. Ich überlege, wenn euch das Format gefällt, das ist schon 17 Uhr, aber trotzdem, wenn euch das Format gefällt, schreibt es gerne rein. Ich habe mir gestern Abend nochmal alle Fragen durchgelesen und auch die Punkte, wenn ihr sagt, das Format ist cool, ihr seht quasi mein Büro, dann setze ich mich auch gerne einmal die Woche hin und dann gehen wir unterschiedliche Themen durch, weil es gibt noch ein paar durchaus Themen, über die man mal so reden kann. Sehr schön, wunderbar. Wir haben 17 Uhr, dann fangen wir doch mal an. Um die häufigsten Fragen zu beantworten, ähnlich wie gestern. Ja, es wird eine Aufzeichnung geben. Ja, es gibt auch gerne eine kurze Zusammenfassung, so eine Art Checkliste. Und dritte Frage: Ja, habe ich alles gelesen? Das sind so die häufigsten Fragen für jetzt. Sonst für alle, die gestern nicht da waren, ich gehe am Anfang sehr, sehr schnell über die Folien rüber. Das wird es dann nochmal ausführlich in der Aufzeichnung geben. Das ist der missglückte Versuch von gestern. Wo ich ausführlicher eingehe, ist die zweite Hälfte. Das heißt, das könnt ihr euch dann auch hier nochmal in der Vorschau angucken. Für alle Leute, die gestern da waren, ich werde euch jetzt nicht zu sehr langweilen mit Zusammenfassung und so weiter, aber einmal ganz kurz nochmal anknüpfen und vielleicht eine Folge. Mein Lehrer in der Schule haben immer gesagt, man lernt ja mit der Wiederholung. Aber deswegen gar nicht so weit ausholen. Es geht heute um das Thema Steuern sparen für Selbstständige. Es gibt eine ganze Reihe an legalen Steuertipps. Das heißt, da geht es gar nicht. Es geht gar nicht um so dubiose, zweifelhafte Tricks, illegale Methoden. Also ich bringe euch nicht bei, wie ihr Steuern hinterzieht, sondern einfach ein paar Dinge, die ihr machen könnt, die mir eh mehr absetzen können, wie ihr euch ein bisschen euren Gewinn optimieren könnt und eigentlich eure Steuerersparnis darüber holt. Diese 1000 Euro sind ehrlicherweise so ein Durchschnittswert. Ich habe das in einigen Gesprächen auch durchaus so gehabt, dass man deutlich drüber lag. Also ich habe einen Fall, von dem kann ich euch nachher als Beispiel erzählen. Ich habe tatsächlich einen Fall, der ist bei fünfstellig Steuerersparnis gelandet, einfach dadurch, dass wir ein paar
ein paar Dinge geändert haben, vollkommen im legalen Bereich. Die Agenda, Intro, sind wir mittendrin, Steuern sparen um jeden Preis. Gehe ich einmal ganz kurz drüber und dann gehe ich in die Steuertipps. Gestern waren wir so bei den steuerlichen Grundwissen, das heißt, was kann ich eigentlich alles absetzen als Betriebsausgabe? Ist mit Sicherheit auch nochmal ein Thema, was deutlich mehr Fokus quasi verdient und wo man auch nochmal viel ausführlicher drüber sprechen kann. Der Schwerpunkt heute wird aber sein, dein Setup des Unternehmens. Da wurde ich unterbrochen, als ich euch gerade über Freiberuflichkeit, Gewerbe und Kleinunternehmerregelung was erzählen wollte. Und tiefer werde ich einsteigen, ich würde mal sagen, in die alltäglichen Optimierungen. Alltägliche Optimierungen sind für mich die Optimierungen, die jeder von euch machen kann, die man wirklich ohne jetzt groß Verträge hin und her schreiben zu müssen und sowas, die eigentlich jeder von euch quasi umsetzen kann. Und es sind auch die Dinge, da bin ich vielleicht nochmal interessiert, wer von euch ist eventuell schon Kunde bei der Kontist Steuerberatung? Das heißt, wer hat von mir schon mal was gehört? Wer hat meinen Namen schon mal gelesen? Also die Kontist Steuerberatungsgesellschaft kümmert sich quasi um steuerliches Grundwissen. Wie gesagt, das Setup des Unternehmens, dabei helfen wir euch und auch die alltäglichen Optimierungen, das machen wir für alle unsere Mandanten auch einmal im Jahr, dass wir drüber gehen, was kann man machen, um steuerlich besser dazustehen. Das ist dann eher ein Thema für die zweite Jahreshälfte, um ehrlich zu sein, weil da kann man wirklich gut nochmal steuerlich gestalten. Und ganz am Ende möchte ich nochmal ein paar Tipps geben, die deutlich aufwendiger sind, wo man aber auch richtig viel sparen kann. Also das Thema Steuergestaltung. Insgesamt gibt es Tipps, und ich habe mich in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr viel damit beschäftigt, gibt es Hunderte solcher Tipps. Also es gibt so, wie so ein Lego-Kasten eigentlich. Und es gibt viele Steuerbausteine, so Optimierungsbausteine, die ihr verwenden könnt. Insgesamt in den letzten Wochen habe ich recherchiert, so zwischen 300 und 350 müssten es bald schon sein. In diesem Webinar zeige ich euch so 10 bis 15 davon. Es gibt aber noch viel, viel mehr. Wenn ihr Interesse habt, können wir auch deswegen tatsächlich ein zweites, drittes, viertes Webinar machen, wo wir auf bestimmte Teile nochmal tiefer eingehen. Das würde ich dann vorher jeweils sagen, was denn Thema ist. Könnten wir aber machen. Und ich will nicht sagen, das ist endlos, diese Quelle, aber man kann schon sehr, sehr viel mehr draus machen. Zwei Sätze zu mir und ich versuche wirklich in zwei Sätzen hinzubekommen. Mein Name ist Melchior, geboren in Berlin, bin Steuerfachangestellter, Wirtschaftswissenschaften studiert mit Schwerpunkt Steuerrecht und Wirtschaftsprüfung, habe viele Jahre in der Steuerberatung und in der Wirtschaftsprüfung gearbeitet, bin seit 14 Jahren selbstständig und seit letztem Jahr quasi Mitgründer, Kanzleimanager der Kontist Steuerberatung. Das heißt, diese ganze Steuerservice-Geschichte basiert doch auch zum Teil oder Wesentlichen auf vielen meiner Überlegungen und ich treibe das Operative quasi so ein bisschen voran, dass wir das immer weiterentwickeln. Das heißt, wenn ihr da Kunde seid, zufrieden seid, unzufrieden seid und so weiter, gerne könnt ihr euch an mich wenden. Gut, genau, das ist der Punkt. Es gibt so abgefahrene Modelle, wenn du Kunde bist, also wir sprechen dich gerne darauf an, die lernst du hier ja auch, aber ich würde sagen, das, was so zum normalen Setup gehört und auch ehrlicherweise mehr als ein klassischer Steuerberater macht, machen wir. Wir werden jetzt keine aufwendige Steuergestaltung über mehrere internationalen Unternehmen gründen und so, auch einfach, weil der Nutzen nicht da ist. Es sind doch einige dabei. Sehr schön. Freut mich. Und genau das ist der Punkt, welche wenden wir an? Wir wenden alle an, die im Alltag Sinn machen, weil, auch habe ich gestern kurz erzählt, Steuern sparen um jeden Preis hilft euch nicht weiter, weil die beste Steuersparmethode ist, verdient einfach nichts. Macht keinen Umsatz, macht keinen Gewinn und ihr zahlt keine Steuern. Das ist der ultimative Killertrick, um nie mehr Steuern zu zahlen. Sollte aber niemals Priorität Nummer 1 sein. Deswegen konzentriert euch unbedingt darauf, dass euer Unternehmen läuft, dass ihr Umsätze macht, dass ihr Gewinne macht und Steuern sparen sollte immer nur Prio 2 sein. Klingt ein bisschen offensichtlich, merke ich in der Praxis aber häufig anders. Wie da versucht wird, rumzutricksen und sowas, wo ich mir denke, so, steck doch bitte nur die Hälfte der Energie, die du da versuchst gerade deine Steuern zu reduzieren, da rein, mehr zu verdienen, dann bleibt dir unterm Strich mehr übrig. Deswegen, das muss man über den Gesamtkontext sehen, gerade für Selbstständige, Solo-Selbstständige ist das, glaube ich, wichtiger Hinweis, weil wir kümmern uns in der Regel um alles und ja, also wir Selbstständige kümmern uns um alles und das Steuer optimieren. Wenn du die Wahl hast, Steuern zu optimieren oder mehr zu verdienen, solltest du dich immer mehr fürs mehr Verdienen entscheiden. Und Steueroptimierung hat grundsätzlich auch einen Preis. Also muss man immer die Steuersparnis betrachten. Du musst dir immer überlegen, was ist für ein Aufwand, muss ich betreiben, um Steuern zu sparen.
Das ist zum Beispiel der große Unterschied zu so großen Konzernen. Die haben ganze Rechtsabteilungen, können ganze Armeen an Steuerberatern und Steuerrechtsanwälten damit beschäftigen, die Steuern zu reduzieren. Und für eine Amazon mit Milliarden Umsätzen und Gewinnen, für die lohnt es sich auch, 100 Steuerrechtsanwälte zu beschäftigen, um nur 1% weniger Steuern zu zahlen. Das lohnt sich bei euch einfach nicht, weil ihr mehr für die Steuerrechtsanwälte oder Steuerberater ausgeben würdet, als ihr am Ende spart. Und das muss immer im Verhältnis stehen. Und ich spreche da aus eigener Erfahrung, ich habe das ein paar Jahre gemacht. Bei KPMG haben wir Steuersparmodelle für geschlossene Immobilienfonds gemacht und mein ganzer Tag bestand daraus, Doppelbesteuerungsabkommen zu lesen. Habe ich gemacht, war natürlich entsprechend teuer, hat sich für die aber gelohnt, weil sie halt auch Milliardengewinne gemacht haben. Dann ist ein dritter Punkt, den man auch gerne vergisst, ist das Risiko. Es gibt im Internet, findet man das immer wieder, wenn man sagt, Steuern sparen oder ich will keine Steuern zahlen und sowas, findet man immer wieder Modelle, lass doch eine estnische Gesellschaft gründen, nach Zypern auswandern, nach Malta, nach Irland, wie auch immer. Gibt es 1000 Möglichkeiten, aber da ist das gewiss das Risiko groß. Und ich meine noch gar nicht mal im Sinne von, nicht mal, wenn du im illegalen Bereich arbeitest. Selbst wenn du im illegalen Bereich arbeitest, Panama, irgendwie Unternehmen anmeldest, dann hast du ein gewisses Risiko, erwischt zu werden, aber du agierst zum Teil illegal. Selbst wenn du legal agierst, hast du das Risiko, dass sich Dinge ändern und bekommst es halt einfach nicht mit, weil du zufällig nicht Maltesisch sprichst zum Beispiel. Und du musst dich halt immer auf dem Laufenden halten und du läufst das Risiko, dass es Änderungen gibt, von denen du nichts mitbekommst und dann später nachzahlen musst. Deswegen müssen die Punkte Steuersparnis, Aufwand, Risiko immer in einem guten Verhältnis zueinander stehen. So, immer wenn ich so ein bisschen zur Seite gucke, ich gucke kurz in eure Kommentare. Ehrlicherweise sitzt auch hinter der Kamera Tobi, der liest mit. Du kannst mir einfach sagen, wenn eine gute Frage da ist. Oder eine gute. Ich will nicht sagen, dass irgendeine Frage schlecht ist, aber wenn eine inhaltliche Frage, relevante Frage kommt, dann kannst du mir das auch sagen, dann bin ich weniger abgelenkt. Steuerliches Grundwissen sind wir gestern kurz drauf eingegangen, gehe ich nicht so wahnsinnig tief drauf ein. Warum solltest du Kosten ansetzen? Also eine beste Steuersparmethode ist, mehr Kosten zu haben. Warum? Weil je mehr Kosten du hast, desto weniger Gewinn hast du und die meisten Gewinne, also Einkommensteuer und Gewerbesteuer basieren auf dem Gewinn und wenn ihr weniger Gewinn macht, zahlt ihr dementsprechend weniger Steuern. Deswegen so viel Kosten ansetzen wie nur möglich. Wichtig bitte, kreiert keine überflüssigen Kosten. Also gebt jetzt nicht Geld aus, nur um Geld auszugeben, um Steuern zu sparen. Das lohnt sich nicht. Bin ich noch eingegangen auf den Unterschied zwischen Einnahmen und Einkünfte. Daran erkennt man nämlich, es geht um den Gewinn. Einkünfte ist nämlich der Gewinn und Einnahmen ist die Kohle, die oben reinkommt. Das heißt, Einnahmen ist quasi dein Umsatz, Einkünfte ist am Ende dein Gewinn. Und deswegen heißt es auch Einkommenssteuer und nicht Einnahmenssteuer, weil nicht der Umsatz besteuert wird, sondern das Einkommen. Und ich gehe mal davon aus, dass ihr so viel Umsatz macht, wie nur irgendwie möglich. Und wenn ihr dann die Kosten möglichst viel als Kosten ansetzen könnt, zahlt ihr unterm Strich weniger Steuern. Wenn ihr euch den Steuerbescheid, euren letzten Steuerbescheid mal anschaut, seht ihr ungefähr sowas. Das heißt, ihr seht irgendwo so eine Tabelle, da sind die Besteuerungsgrundlagen aufgelistet. Und ganz oben fängt es irgendwie an mit Einkünfte aus selbstständiger Arbeit. Da steht entweder Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit oder aus Gewerbebetrieb. Es gibt zwei Arten, sich selbstständig zu machen, Freiberuf und Gewerbe, komme ich später noch drauf. Und da steht schon immer der Gewinn. Das heißt, die wichtigsten Kosten, die du ansetzen kannst, die tauchen nicht mal in dem Steuerbescheid auf, weil hier schon nur der Gewinn eingeht. Und deswegen, so niedrig wir den Gewinn halten können, also je niedriger, desto besser. Und dafür brauchen wir Kosten. Und du kannst ansetzen, alle Kosten, die im Zusammenhang mit deinen Einnahmen stehen. Das heißt, entweder mit Einnahmen der Vergangenheit, mit den Einnahmen von jetzt oder auch, weil du gerne in der Zukunft mehr Einnahmen haben willst, andere Marktsegmente eintreten willst und so weiter, kannst du auch Ausgaben ansetzen, die dir möglicherweise hoffentlich in der Zukunft Einnahmen bringen. Beispielsweise Fortbildungskosten. Wenn du dich weiterbilden möchtest und du machst eine Zertifizierung, du besuchst Seminare, du machst auch eine Umschulung oder solche Themen, wenn du selbstständig bist, kannst du das in der Regel als Werbungskosten ansetzen, weil das ist quasi ein Investment, dass du später mehr verdienst. Und das akzeptiert das Finanzamt immer. Und Erhöhung der Betriebsausgaben, habe ich gesagt, die reduziert die Steuerlast. Und für Angestellte, wenn ihr vorher schon mal angestellt war oder euch mit Bekannten austauscht, da gibt es immer viel Verwirrung, für Angestellte, die haben diese Ausgaben auch, die heißen aber Werbungskosten. Und Angestellte haben Pauschalbetrag. Das heißt, Angestellte können pauschal 1000 Euro quasi als Werbungskosten ansetzen. Das haben Selbstständige leider nicht. Selbstständige können nicht einfach eine Betriebsausgabenpauschale von 1000 Euro ansetzen. Das geht nur als Angestellter.
Wir als Selbstständige können dafür deutlich mehr ansetzen. Und was ganz, ganz wichtig ist, haben wir gestern so eine Diskussion gehabt, was kann ich denn alles ansetzen? Weil das Finanzamt ist nicht dafür da, zu entscheiden, ob du ein guter Unternehmer bist oder nicht. Ich habe von meiner Mama berichtet, die Hebamme, selbstständige Hebamme ist, schon seit, weiß ich nicht, 30 Jahren, 35 Jahren, die macht Geburtsvorbereitungskurse und sowas und die hat zum Beispiel einen Spotify-Account, den sie ausschließlich dafür nutzt, für ihre Vorbereitungskurse. In diesem Fall kann sie Spotify absetzen. Alle anderen sagen, oh, ich benutze Spotify auch, weil ich mich besser konzentrieren kann. Ja, es wird aber einen privaten Nutzungsanteil geben. Aber Spotify, bei meiner Mama speziell, jetzt der einzelne Fall, den kann sie absetzen. Das heißt aber nicht, dass es jetzt eine Liste gibt an möglichen Betriebsausgaben, die man absetzen kann, die jeder absetzen kann. Um ein extremes Beispiel zu nennen und mal ein anderes Beispiel als gestern. Gestern habe ich darüber erzählt, wie man Beamer, Leinwand und so. Ich hatte einen Mandanten, da ging das ganz gut. Wir haben in der Kontist Steuerberatung zum Beispiel einen Mandanten, da geht es gerade um Hundetraining und Gassi, also quasi Hundesitting, Dog-Sitting. Da kann man selbstverständlich Hundefutter ansetzen. Es gibt wenige Unternehmen, wo man sagen kann, Mensch, ich kann Hundefutter als Betriebsausgabe absetzen, in einigen Fällen aber schon. Das heißt, es muss irgendwie immer in einem Kontext zu deiner Arbeit stehen. Beispiele sind Bürobedarf, Telefonkosten, Internetkosten, Geschäftskosten, Berufsverbandsbeiträge, Seminare, Fachliteratur. Auch gerade da, wenn ihr euch Bücher kauft und die haben irgendeine Relevanz zu eurem Beruf. Wenn ihr zum Beispiel ein Autor seid, wenn ihr journalistisch seid, auch wenn ihr als Moderator Tätigkeit, als Trainer und alles im weitesten Sinne mit eurem Themenkomplex zu tun hat, setzt diese Bücher an. Das heißt jetzt nicht, dass ihr den nächsten Harry Potter, es gibt gar keinen Harry Potter mehr, irgendein Buch, was man halt jetzt kauft, dass ihr das ansetzen könnt. Aber wenn ihr zum Beispiel Drehbuchautor seid und die Dramaturgie von einem der erfolgreichsten Bücher kennenlernen wollt und das so argumentieren könnt, dann werdet ihr auch Harry Potter Bücher als Betriebsausgabe absetzen können. Wenn ihr da ein paar konkrete Fragen habt, gerne in den Chat schreiben, dann können wir da mal kurz durchgehen, was man potenziell ansetzen könnte oder unter welchen Voraussetzungen. Aber grundsätzlich ist die Benchmark, ihr müsst euch fragen, hilft mir das, um Einnahmen zu generieren? Wenn ja, absetzen. Dann Betriebsausgabe. Und wichtig ist auch, trennt es, bitte, absolute Grundregel, trennt Privates von Geschäftlichen. Ihr braucht ein separates Geschäftskonto und solltet die geschäftlichen Ausgaben komplett darüber laufen lassen. Da laufen die betrieblichen Einnahmen rein, ihr gebt die betrieblichen Ausgaben raus und überweist euch dann quasi in Anführungszeichen euer Gehalt monatlich auf euer Konto. Könnt ihr auch wöchentlich machen, täglich, wie auch immer, je nachdem, wie es für euch passt. Gut, damit sind wir ungefähr an dem Punkt, wo wir gestern waren. Das heißt, an alle, die jetzt gerade nebenbei mich im Hintergrund laufen lassen haben, ein bisschen dabei am Kochen waren und Kinder ins Bett bringen und wie auch immer, ist vielleicht ein bisschen noch früh. Jetzt dürft ihr wieder einschalten. Jetzt steigen wir da ein, wo wir gestern aufgehört haben. Und zwar in dem Setup des Unternehmens. Wie sieht deine Einschätzung bezüglich Zeitungen und Magazine, wenn man Journalist ist? Also kann man Magazine und Zeitungen absetzen, wenn man journalistisch tätig ist? Grundsätzlich muss ich sagen, Magazine und Zeitschriften, wenn sie mit deinem Beruf zu tun haben, sowieso komplett immer. Also wenn ich jetzt, das ist ein super blödes Beispiel. Aber wenn ich eine Kfz-Werkstatt habe, dann kann ich meine ganzen Automagazine selbstverständlich als Betriebsausgabe absetzen. Wenn ich jetzt selbstständig bin und Inhouse-Trainings gebe und das Manager-Magazin und Business Punk und keine Ahnung was lesen will, absolut so 100% Betriebsausgabe. Wenn du Journalist bist und dich auf dem Laufenden halten musst und da Magazine sowohl in deinem thematischen Bereich hast, aber auch in dem quasi Genre, in dem du aktiv bist, klar, ganz klare Sache, wenn du das brauchst, um deinen Beruf auszuüben, mach das. Ist vielleicht auch wichtig für einige, die viele Selbstständige, mit denen ich spreche, die starten ihre Selbstständigkeit ja aus einer Leidenschaft und einem persönlichen Interesse. Wenn ihr, nur weil ihr Spaß an eurer Arbeit habt, heißt es nicht, dass ihr die Kosten nicht absetzen dürft. Nur weil ihr euch gerne mit einigen Themen beschäftigen, man möge es kaum glauben, ich bin ja auch irgendwie Steuerfachangestellter geworden und fand es irgendwie inhaltlich interessant. Selbstverständlich, wenn ich mir ein Steuerbuch kaufe, ist das eine Ausgabe. Und da gibt es auch ein paar Zeitschriften. Einige sind mehr unterhalten und so, aber ich brauche das, um auch auf dem Laufenden zu bleiben. Deswegen Zeitschriften ganz klar, ja, Betriebsausgabe. Ist natürlich immer auch im Zweifel, keine Ahnung, wenn du für deine Tochter jetzt die
wie heißt denn das? Lustiges Taschenbuch das erste. Sowas wird ein bisschen schwieriger abzusetzen, außer du bist jetzt, keine Ahnung, Comic-Artist und zeichnest die Dinger. Warum denn nicht? Also ganz klar möglich. Und genau, im Zweifel ist tatsächlich immer Argumentation. Man muss es ein bisschen argumentieren. Also einige sehr, sehr schöne Geschäftsmodelle, die überhaupt null drauf festzunageln sind, ist, wenn ich jetzt Videos drehe, YouTube-Videos drehe und ich möchte mir unbedingt einen neuen Kaktus kaufen. Übrigens sagen meine Kollegen immer, muss ich einen neuen kaufen. der ist Kulisse, ganz klar. Den brauche ich, um Einnahmen zu generieren und deswegen darf ich es als Betriebsausgabe absetzen. Was sonst noch so ganz spannend ist, zum Beispiel Ferienwohnungvermietung. Einrichtung brauche ich, damit ich die Ferienwohnung besser vermieten kann und besser präsentieren kann. Und da sind die Grenzen sehr, sehr fließend. Da muss man im Zweifel argumentieren, weil das Finanzamt fragt manchmal nach, was überhaupt gar nicht schlimm ist. Die können ja nachfragen und dann argumentiert man halt einfach, warum man das braucht, um Einnahmen zu erzielen. Und das Finanzamt ist nicht dafür da, zu entscheiden, wie du dein Unternehmen zuführen hast. So, um den Punkt Setup des Unternehmens einzugehen. Es gibt ein paar Bereiche. Es gibt zwei Möglichkeiten in Deutschland, Selbstständigkeit zu starten. Das eine ist eine Freiberuflichkeit, das andere ist eine Gewerbetätigkeit. Freiberuflich ist festgeschrieben, wer das ist. Das sind Journalisten, Dolmetscher, Ärzte, Architekten, Steuerberater, Rechtsanwälte, Tierärzte. Kann ich nicht alle aufzählen. Künstler findet ihr alles im Einkommensteuergesetz aufgelistet. Ihr müsst nicht selber nachlesen. Wäre aber wichtig, dass ihr für euch wisst, seid ihr freiberuflich oder nicht. Und wenn ihr freiberuflich seid, bitte keinen Gewerbeschein anmelden. Das sehen wir tatsächlich bei Kunden, die jetzt zu uns, also Kontist Steuerberatung, immer als Mandant kommen. Sehen wir bei einigen, die haben sich falsch angemeldet. Ist ein bisschen ärgerlich, weil Freiberufler zahlen keine Gewerbesteuer. Das heißt, Freiberufler zahlen nur Einkommensteuer und Umsatzsteuer unter Umständen, aber Freiberufler zahlen keine Gewerbesteuer. Das heißt, sie zahlen grundsätzlich schon mal eine ganze Steuerart weniger. Es ist allerdings so, dass Gewerbetreibende die Gewerbesteuer anrechnen können auf die Einkommensteuer. Das heißt, sie zahlen ein bisschen weniger Einkommensteuer. Aber die Anrechenbarkeit ist nicht bei 100%. Das heißt, Freiberufler zahlen häufig, kann ich nicht pauschalisieren für alle, Freiberufler zahlen häufig unterm Strich auch weniger Steuern. Und man kann das ändern. Das heißt, wenn du dich als Gewerbetreibender angemeldet hast, du merkst aber, eigentlich bin ich eher Freiberufler, dann kannst du dich ummelden und dann kannst du es umregistrieren quasi. Dann hast du einmal den Vorteil, dass du eine gesamte Steuererklärung weniger machen musst. Du hast aber auch den Vorteil, dass du weniger Steuern insgesamt zahlst. Und was auch ein entscheidender Faktor ist, die Gewerbesteuer ist regional unterschiedlich. Es gibt einen Gewerbesteuerhebesatz, der wird von der zuständigen Gemeinde festgelegt. Und jetzt gerade in Zeiten von Remote-Arbeit, Homeoffice und so weiter, ist das vielleicht gar nicht mal so schlecht, sich anders, woanders sein Unternehmen zu registrieren, wenn man da tätig ist. Wenn jetzt zum Beispiel, teuer ist es meistens in Ballungsgebieten. Und wenn ich jetzt, ich nehme das Berlin als Beispiel, weil Berlin kenne ich ganz gut, wenn ich da in einem Coworking-Space angemeldet bin und da meinen Unternehmenssitz habe, dann zahle ich wahrscheinlich dort mehr Gewerbesteuer als vielleicht zu Hause, wenn ich am Stadtrand wohne, weil das eine andere Gemeinde ist, die niedrigeren Hebesatz hat. Deswegen such gerne mal im Internet, gerne jetzt nicht sofort, sondern nach dem Webinar. Also guck dir gerne mal deine Gemeinde an und guck nach dem Hebesatz. Und das heißt nicht genau, dass man das so rechnen kann, da gibt es eine längere Berechnungsformel. Aber du könntest, wenn du jetzt zum Beispiel registriert bist in dem Coworking Space und am Stadtrand wohnst, kannst den Sitz deines Unternehmens verlegen und zahlst dann weniger Gewerbesteuer. Natürlich nur, wenn du Gewerbetreibender bist. Wir hatten mal einen Mandanten, der hat seinen Sitz verlegt, also frühere Kanzlei, größere Kapitalgesellschaft, der hat seinen Sitz verlegt und aus dem Büro umgezogen von Hamburg ins Hamburger Umland und hat wirklich einen fünfstelligen Betrag an Gewerbesteuer pro Jahr gespart. Und das ist absolut Wahnsinn, nur durch den Umzug, nur das woanders, dass er sein Büro im Grün genommen hat und nicht absolut im Zentrum. Für euch wichtig, wenn ihr Gewerbetreibend, wenn ihr freiberuflich registriert seid, okay, ganz gut, wenn ihr gewerblich angemeldet seid, überlegt euch mal, ob ihr nicht vielleicht auch freiberuflich seid. Auch hier strapaziert das nicht über. Wenn ihr das jetzt so überinterpretiert und die gesetzlichen Regeln so sehr dehnt, sind wir mehr so in dem Bereich, ist es das Risiko wert, das zu ändern? Also weil, wenn ihr das eine sehr, sehr eigene Interpretation habt und ihr die einzigen seid, die diese Interpretation haben, dann ist das Risiko einfach sehr groß, dass das Finanzamt irgendwann in der Prüfung das anders sieht und das Geld zurückhaben will. Ansonsten, wenn ihr Interesse habt, dann könnt ihr euch auch immer gerne bei uns melden. Also Kontist Steuerberatung, ihr findet unter diesem Video, unter diesem Livestream, findet ihr auch den ersten Link. Da könnt ihr quasi ein Beratungsgespräch for free buchen. Natürlich beraten wir ganz gerne unsere Kunden. Aber wir helfen natürlich gerne
weiter. Anderer Punkt ist Kleinunternehmerregelung. Die meisten... Gewerbe. Kann man einfach seinen Gewerbebetrieb, die Selbstständigkeit bei einer Kommune mit geringem Steuersatz ummelden? Beide Tätigkeiten sind nicht ortsgebunden. Muss man im Zweifel gucken, was ist wo wie Sache. Natürlich auch da kommt man irgendwo in einen Bereich, wo das Risiko denn zu hoch ist, wo das denn nicht mehr der Fall ist. Aber da müssten wir im Zweifel auch im Detail gucken, was genau machst du, wie sieht das aus und solche Geschichten. Wenn du jetzt dir einfach irgendwo, da könnte ich euch auch eine Geschichte erzählen, aber damit sprenge ich den Rahmen, wenn ich immer euch Stories aus meinem Leben erzähle. Aber es gibt einige Gemeinden, die sind bewusst sehr, sehr, sehr niedrig. Das heißt, es gab so Gewerbesteuerparadiese innerhalb von Deutschland und die wurden irgendwann geschlossen. Das heißt, im Gewerbesteuergesetz gibt's einen Mindestbetrag, den man an Gewerbesteuerhebesatz nehmen muss, weil da irgendwo so ein kleines Dorf an der Nordseeküste einfach auf Null gesetzt hat und gesagt hat, jetzt melden wir uns die an und wir waren in allen Statistiken, haben sie die höchste Gewerbequote überhaupt gehabt. Deswegen in dem Fall müsste man sich das mal genauer anschauen im Detail, was das geht, was du genau machst, wie du es gemeldet wirst. Das sprengt wahrscheinlich ein bisschen den Rahmen. Aber wenn du Interesse hast, gerne melden. Was ich aber machen möchte, ist einmal die Kleinunternehmerregelung. Die Kleinunternehmerregelung kennen die meisten. Du kannst, die Kleinunternehmerregelung ist in erster Linie Vereinfachungsregelung für kleine Selbstständigkeiten. Das heißt, wenn du dauerhaft unter 22.000 Euro Umsatz machst, konkret muss man überlegen, habe ich im Vorjahr unter 22.000 Euro Umsatz gemacht und im laufenden Jahr voraussichtlich nicht mehr als 50.000 Euro, dann kann ich die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen. Das bedeutet, ich zahle keine Umsatzsteuer. Die meisten Leute, die gründen, sagen, ach, das ist ja ganz gut, mache ich. Und auch Leute, die vielleicht nebenberuflich selbstständig sind, die sagen, ach, das ist ja bequem, das mache ich. Kann gut sein. Klingt ja auch gut. Du zahlst keine Umsatzsteuer. Und deswegen gehen auch die meisten davon aus, dass sie es machen müssen. Aber ganz wichtig, das muss man nicht machen. Er gibt keine Verpflichtung und selbst wenn du nur 10.000 Euro Umsatz im Jahr machst und dauerhaft nur 10.000 machst, du musst kein Kleinunternehmer sein. Du kannst auch immer freiwillig zur Regelbesteuerung wechseln. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil als Kleinunternehmer zahlst du nicht nur keine Umsatzsteuer, sondern du kannst die Umsatzsteuer, die dir in Rechnung gestellt wurde, auch nicht geltend machen. Das heißt, du hast gar keinen Vorsteuerabzug und es gibt einige Geschäftsmodelle, wo das sehr, sehr ungünstig für dich ist. Nur um ein Beispiel rauszugreifen, wir haben auch einen unserer Mandanten, macht Affiliate-Marketing. Das heißt, er hat Affiliate-Links, kriegt Gelder und so weiter. Die meisten Tools, für die er wirbt, die meisten Anbieter, für die er wirbt, die haben ihren Sitz im EU-Ausland. Und im EU-Ausland ist das so, dass diese Einnahmen sowieso steuerfrei sind, egal ob er Kleinunternehmer ist oder nicht. Und diese Person ist Kleinunternehmer, freut sich, Mensch, ich habe weniger Bürokratieaufwand, vergisst aber, dass seine Umsätze sowieso umsatzsteuerbefreit gewesen wären. Und er, das Einzige, was er erreicht hat durch seine Umsatzsteuerregelung, seine Kleinunternehmerregelung, ist, dass er die Vorsteuer nicht geltend machen kann. Und der hat zwischen 50 und 100 Euro im Monat an Vorsteuer ist ihm flöten gegangen, für, keine Ahnung, Dienstleister, für Webhosting-Dienste, für irgendwelche Plugins, für seine WordPress-Seiten und all solche Sachen konnte er die Vorsteuer überall nicht geltend machen, weil er gedacht hat, ah, Kleinunternehmerregelung ist besser und muss ich ja machen. Deswegen ganz, ganz wichtig, wenn du Kleinunternehmer bist, frag dich wirklich, ist das tatsächlich gut für mich oder wäre es ganz gut, wenn ich die ganze Umsatzsteuer, die mir in Rechnung gestellt, ob ich die geltend machen kann? Weil es ist ein Irrglaube zu glauben, dass die Kleinunternehmerregelung immer gut ist. Und jetzt vielleicht auch noch so ein, sehr gut, wir haben nur Großunternehmer dabei, das freut mich natürlich auch. Da muss ich da gar nicht so viel drum rumreiten, aber tatsächlich eine ganz extreme Steuerfalle bei Kleinunternehmern ist Reverse Charge. Nur um ein Beispiel zu nennen, auch das sprengt leider den Rahmen, ich muss so ein bisschen drüber gehen. Wenn ihr Kleinunternehmer in Deutschland seid und ihr werbt auf Google mit Google Ads oder Facebook mit Facebook Ads, es gibt so dieses Reverse Charge und ihr müsst on top auf eure Werbekosten nochmal 19% Umsatzsteuer abführen, auch als Kleinunternehmer, weil Kleinunternehmer zahlen nicht keine Umsatzsteuer, sie müssen die nicht abführen, aber beim Reverse Charge Verfahren, die kriegen eine Nettorechnung. Das heißt, wenn ich als Kleinunternehmer in Deutschland 1.000 Euro für Google-Werbung ausgebe, muss ich nochmal 190 Euro an das Finanzamt abführen. Das weiß fast keiner, macht keiner, kann aber, wenn das später aufliegt, zu einer sehr, sehr großen Nachzahlung kommen. Das heißt, wenn du Kleinunternehmer bist, bitte aufpassen bei Ausgaben, die ihr ins EU-Ausland habt, dass ihr euch da richtig registriert. Aber gerade Google und Facebook gibt es eine große Gefahr, wenn ihr da Werbung schaltet. Dann tut mir das fast, also googelt das gerne, informiert euch, wenn ihr dazu noch Fragen habt, meldet euch gerne.
weil das ist tatsächlich ein großes Risiko, was ihr da eventuell eingeht. Wenn man freiberuflicher Softwareentwickler ist und anfängt zum Beispiel auch Software an seine Kunden zu vertreiben und eine Vertriebsprovision bekommt, wie trennt man das am besten? Hui, auch da, ich muss euch, also das muss ich leider so ein bisschen häufiger sagen, es kommt immer so ein bisschen auf deine individuelle Situation an. Also so allgemeine Antworten ist, ich kann es nur allgemeine antworten, wenn du Interesse hast an dem, wie machst du es konkret selber, ganz konkret, müssen wir tatsächlich 1:1 reden und ich brauche mehr Kontext. Grundsätzlich gibt es aber es gibt Grenzen, die du in deiner Freiberuflichkeit noch machen kannst, ohne zu schaden, ohne zum Gewerbetreibenden zu werden. Wenn du aber Provisionserträge, also Vertrieb in erster Linie machst, hast du das andere. Du kannst dann theoretisch 2 Selbstständigkeiten anmelden, dass du einmal freiberuflich und einmal Gewerbe bist. Du kannst aber, kannst auch alles Gewerbe machen, aber da muss man im Zweifel auch mal ein bisschen rechnen und gucken, was für dich Sinn ergibt und welche Volumen reden wir, wie ist der prozentuale Anteil und solche Geschichten. Gut. Ich fühle mich immer so gestresst, weil ich theoretisch Geschichten ohne Ende erzählen kann. Aber der wichtige und für euch, für die allermeisten, der schönste Part, das sind jetzt wirklich so die Basics. So, was kann ich absetzen? Wie kann ich mich registrieren? Richtig spaßig wird es mit alltäglichen Optimierungen, die ihr auch alle könnt. Und hier auch wichtig, das ist auch das, was wir für unsere Kontist-Steuerberater, für unsere Mandanten pauschal immer machen und immer prüfen, jedes Jahr. Das heißt, wenn ihr Kunde seid, ein paar sind ja dabei, freut mich sehr, dass ihr da seid. Herzlich willkommen auf diese Wege nochmal. Das sind definitiv Punkte, mit denen wir im Laufe des Jahres auf jeden Fall irgendwann mal sprechen werden. Oder auch teilweise, ohne dass ihr es merkt, dass wir es im Hintergrund einfach mal prüfen, ist das für euch sinnvoll oder nicht. Genau, ansonsten alltägliche Optimierung. Und das ist jetzt auch nicht wirklich ein Tipp, muss ich ganz ehrlicherweise sagen. Ich sehe aber so viele, dass das so, so viele falsch machen. Registriert euch bitte bei euren Software-Tools, die ihr macht, bitte als Unternehmen. Und als Unternehmen registriert ihr euch, also warum ist das Ganze so? Von den Tools, die meisten Online-Tools, ich habe ein paar aufgezählt, App Store, Zoom, Monday, da bin ich, ehrlicherweise bin ich meine eigene Buchhaltung durchgegangen, habe geguckt, okay, wo bezahle ich für Software? Die meisten Software-Tool-Anbieter haben ihren Sitz im EU-Ausland. Und wenn ich Kunde eines Software-Tools bin, also eine umsatzsteuerrechtlich, wenn ich eine sonstige Leistung von einem Unternehmen mit dem Sitz im übrigen Gemeinschaftsgebiet habe, also zu Deutsch, wenn der Tool-Anbieter irgendwo anders in der EU sitzt und nicht in Deutschland, und ich melde mich privat an, weist dieses Tool Umsatzsteuer aus. Das heißt, sie schreiben Umsatzsteuer auf die Rechnung. Wenn ich aber mich als Unternehmen Kunde bin, also B2B-Umsätze draus mache, dann kriege ich eine Nettorechnung und zahle die Steuer nicht. Das heißt, ich überweise jetzt nicht mehr Steuer ans Finanzamt, aber meine Rechnung ist einfach höher, weil ich die Umsatzsteuer quasi an das Unternehmen zahlen muss. Deswegen da ganz wichtig, registriert euch App Store, Play Store, Zoom, Monday, wahrscheinlich Asana. Fallen mir gar nicht alle ein. Ihr wisst selbst, welche Tools ihr nutzt. Schaut da, ob die im EU-Ausland sind und registriert euch bitte als Unternehmen. Wie macht ihr das? Wie weist ihr nach, dass ihr das für euer Unternehmen nutzt? Das wird innerhalb der EU immer gemacht, indem ihr eure Umsatzsteuer-Identifikationsnummer angibt. Das heißt, gebt bitte in den Einstellungen, geht fast überall, gebt eure Umsatzsteuer-Identifikationsnummer an und dann kriegt ihr eine Nettorechnung, die niedriger ist natürlich und ihr zahlt die Steuer weniger. Dazu gibt es übrigens auch Videos schon auf diesem Kanal. Also welche Nummern, wo kriegst du die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer her, wie machst du das, gibt es schon auf diesem YouTube-Kanal Videos. Es wäre super schön, wenn ihr diesen Kanal abonniert, nämlich, weil ich habe auch schon einige gedreht, die kommen jetzt aber die nächsten Tage, die sind so ein bisschen verteilt in der Zukunft. Immer so kurze Videos, wo ich so Tipps gebe und da wird in Zukunft noch einiges kommen und es schadet mit Sicherheit nicht, uns zu abonnieren oder auch mal ältere Videos nach dem Webinar anzugucken. Wichtig ist, wenn ihr das nicht macht, viele denken nämlich, wenn das Tool einen Umsatzsteuer ausweist, kann ich diese Vorsteuer geltend machen. Darfst du leider nicht. Also ich könnte jetzt sagen, ich zahle, keine Ahnung, 100 Euro im Monat an Zoom, Videokonferenz-Tool zahlt 100 Euro plus 19% Umsatzsteuer, ich darf diese 19% geltend machen. Darfst du nicht, weil du quasi Kunde als Privatkunde registriert bist und quasi die Umsatzsteuer wird quasi falsch an dich ausgewiesen, weil du hast es quasi privat gezogen und diese Umsatzsteuer darfst du nicht geltend machen. Deswegen, das merke ich immer wieder und wir kriegen das leider auch, also wenn wir dich leider damit nerven, falls du ein Software-Tool hast und eigentlich Umsatzsteuer und wir haben die Vorsteuer nicht gezogen und nicht geltend gemacht und so, es tut mir aufrichtig leid, ich weiß, es ist super nervig, es nervt mich selber die ganze Zeit, aber wir dürfen es leider nicht und am Ende, wenn wir es nicht dürfen, ist es auch blöd, das so zu machen. Deswegen registriert euch bitte da. Wenn ihr keine Umsatzsteuer
Steueridentifikationsnummer habt, könnt ihr sie beantragen. Findet ihr quasi Video über welche Steuernummern braucht man, wo kriegt man die her? Alle Kontist Steuerberatungskunden, schreibt uns einfach in der Kontist App kurz im Chat, sag mal, hallo Melchior, du hast gesagt, im Webinar hast du versprochen, dass wir für uns um die Umsatzsteueridentifikationsnummer kümmern, dann schicken wir dir alle Infos. Für alle, die kein Kunde sind, werdet Kunde. Nein, Scherz, guckt auf einem der älteren Videos, da habe ich ein Video über Steuernummern gemacht, da ist in der Beschreibung ein Link nämlich drin, wo ihr das beantragen könnt. Wichtiger Punkt. Sehe ich einen sehr guten Kommentar. Auch Amazon Business ist sehr sinnvoll. Auch wichtiger Punkt, bei Amazon Rechnungen zu bekommen, ist der Horror. Registriert euch bitte bei Amazon auch, macht euch einen zweiten Account, ihr könnt Amazon Business registrieren, dann kriegt ihr immer eine schöne, richtige Rechnung mit ausgewiesener Umsatzsteuer und so weiter. Und auch da zahlt ihr tatsächlich im Zweifel weniger, weil ihr die Kosten geltend machen könnt, weil ihr eine fünfige Rechnung habt. Kostet auch gar nichts extra. So, beim Apple App Store war es leider nicht so einfach, mich als Unternehmen kenntlich zu machen, ohne gleich das große Business-Programm von Apple einzusteigen. Habt ihr da Tipps für Solo-Selbstständige? Ich weiß. Ich dachte, es fällt nicht auf. Ich schreibe einfach App Store rein und werde nicht auf die... Nein, es ist tatsächlich leider nicht einfach, weil Apple einem das nicht so einfach macht. Das Beste ist tatsächlich, wenn man zwei Apple-IDs hat. Und also bei mir ist jetzt zum Beispiel so, ich benutze mein iPad fast ausschließlich als Unternehmen. Es ist als Unternehmen registriert und dann quasi, wenn dann doch mal was Privates drüber läuft, dann ist das quasi eine Privatentnahme. Aber das ist komplett als Geschäftsgerät quasi registriert. Und die einzige saubere Lösung ist, ihr registriert euch tatsächlich einmal als Unternehmen und einmal als Privatperson. Wenn ich als Freiberufler Tätigkeit an Selbstständige im EU-Ausland weitergebe und diese praktisch Kleinunternehmer sind und keine Umsatzsteuer-ID haben, muss man dann auch Reverse Charge buchen? Guter Punkt, also für dich, du bist Freiberufler in Deutschland und du führst eine Leistung, also du Selbstständiger in Deutschland führst eine Leistung aus an andere Unternehmen im EU-Ausland, die Kleinunternehmer sind. Wenn ich das richtig verstanden habe. Wenn das der Fall ist und ich den richtig verstanden habe, ja, dann schreibst du trotzdem eine Nettorechnung mit dem Hinweis auf Reverse Charge. Warum? Weil in Deutschland, also Reverse Charge in Deutschland, also deine Rechnung, warum ist die netto? Weil du guckst ins deutsche Umsatzsteuergesetz, guckst, was da drin steht und da steht drin, das ist in Deutschland ein Reverse Charge Umsatz und du schreibst eine Nettorechnung. Liest du, machst du so, schickst die Rechnung ab, dann. Was der Empfänger denn macht, muss er ehrlicherweise in seinem Empfängerland in das Steuergesetz gucken und muss überlegen, wie er es behandelt. Nur weil in dem anderen Land irgendwelche anderen Regelungen unter Umständen anders als in Deutschland sind, ist vollkommen egal. Du schreibst quasi ins Ausland, aber ganz normal an Unternehmen so quasi eine Reverse Charge Rechnung. So, ich muss ein bisschen weitergehen. Nächster wichtiger Punkt, und das sehe ich, wie viele Leute das immer wieder vergessen, ist Verpflegungsmehraufwand. Ich weiß nicht, ist das nicht bekannt oder ist das einfach nur zu nervig zu machen? Ihr dürft, wenn ihr unterwegs seid beruflich, gut, es war in den letzten Monaten leider nicht ganz so einfach, aber ihr dürft, wenn ihr unterwegs seid beruflich, dürft ihr nicht eure eigene Verpflegung geltend machen. Das ist eigentlich wie normal. Wenn ihr, keine Ahnung, an der Tankstelle rangeht, euch eine Bockwurst holt oder wenn ihr zum Bäcker lauft und ein Brötchen holt oder so, ihr dürft diese Kosten nicht geltend machen. Auch wenn man sagt, die liegen irgendwie zusammen mit eurer beruflichen Tätigkeit, weil wenn ihr nicht esst, dann könnt ihr ja nicht arbeiten, keine Einnahmen generieren, der Staat müsste das eigentlich fördern. Nein, das ist zu weit strapaziert. Also private Lebensführung, private Lebensmittel dürfen nicht angesetzt werden. Aber für Dienstreisen im Inland gelten Pauschbeträge. Das heißt, ihr könnt tatsächlich für die eigene Verpflegung Kosten ansetzen, selbst wenn ihr gar keine habt. Das heißt, wenn ihr über 8 Stunden unterwegs seid, das heißt, ich stelle mir das mal vor, ich war viele Jahre selbstständig als selbstständiger Community Manager, ich habe Tagesworkshops gegeben. Bin zum Beispiel in Berlin gewohnt, bin für einen 8 Stunden Workshop nach München gefahren mit dem Zug. Häufig bin ich am Vortag angereist, dann bin ich irgendwie um 18 Uhr los und bin am darauffolgenden Tag um 22 Uhr gekommen. Das heißt, ich war 28 Stunden unterwegs. Und da gibt es Pauschalbeträge, die ich in der Buchhaltung ansetzen kann, selbst wenn ich überhaupt gar keine Kosten hatte. Und ich muss auch nichts nachweisen und gar nichts. Das Einzige, was ich machen muss, ist eine Liste führen und sagen, von wann bis wann ich wann unterwegs war. Und dann darf ich diese Kosten ansetzen und zahle für diese Kosten natürlich weniger Steuern. Und alles, und zwar von Haustür bis Haustür, also deine Haustür weg, alles über 8 Stunden kannst du 12 Euro ansetzen. Das heißt pro Tag. Unter Umständen, wenn du jeden Tag unterwegs bist, immer beim Kunden arbeitest und immer mehr als 8 Stunden von zu Hause weg bist, kannst du für jeden Tag 12 Euro Kosten ansetzen, selbst wenn du gar keine Kosten hattest. Für alles über 24 Stunden, mein Beispiel ist 28 Stunden, wenn über 24 Stunden darf ich 24 Euro Kosten ansetzen. Selbst wenn ich zu Hause die ganzen Butterbrote vorgeschmiert habe, alles mitgenommen habe, gar keine Kosten hatte, 24 Euro Kosten ist bei einem Steuersatz von 30%,
Zu viel Mathematik. 3,60 Euro oder 7,20 Euro, die ihr an Steuern spart, weil ihr das aufgelistet habt. Bitte unbedingt machen. Wenn ihr im Ausland unterwegs seid, gelten andere Pauschalbeträge. Googelt es einfach. Gibt es Listen ohne Ende? Wollte ich hier jetzt nicht groß einbauen und sonst was. Wenn das so großes Interesse ist, kann ich das gerne anschließend auch nochmal so Verlinkungen rumschicken. Aber da, die ändern sich manchmal auch so und ich habe jetzt nicht alle 270 Länder zufällig aus dem Kopf dabei. Für wie viele Tage kann man im Jahr für Dienstleistung geltend machen? Hab mal gehört, dass es da ein Limit gibt. 366 wäre so ein gutes Limit. Nein, also natürlich, also mehr als 366 sollte es nicht, passt nicht. Auch da gilt es keine feste Regel. Wenn du unterwegs bist, bist du unterwegs. Und wenn du jetzt, keine Ahnung, 350 Tage unterwegs bist, dann musst du wirklich argumentieren können und nachweisen können, dass du auch unterwegs bist. Das heißt, das ist jetzt keine Einladung, euch einfach so ein bisschen so wie, also das müsst ihr tatsächlich auch nachweisen, wann seid ihr los, wann seid ihr jetzt wieder zurück und so weiter. Das ist nicht so wie, was kennt man noch so, als Angestellter kennt man so Fahrten zur Arbeit, wo es dann so Listen gibt, wo man dann so googelt, was sind so übliche Arbeitstage, die man hat, dann setzt man einfach 180 Tage an, rechnet den Fahrtkosten und so. Vielleicht kennt ihr das so von Werbungskosten, das gilt nicht, sondern da müsst ihr tatsächlich nachweisen, wann ihr weg wart. Ach so, ja, gibt Limits so, wenn man mehr als 24, also dass man jetzt nicht jeden Tag und solche Sachen, stimmt, genau. Also wenn man wirklich am Stück zu lange weg ist, da gibt's Limitierung, aber grundsätzlich pro Dienstreise. Und wirklich, macht das, bitte. Also das ist wirklich, das ist geschenktes Geld. Meistens ist man zu faul, also ich persönlich bin häufig zu faul dafür, aber Gott sei Dank ist mein Kalender immer so voll, da setze ich mich einmal im Jahr hin und gehe meinen Kalender durch und kann das dann nochmal aufschreiben, weil ich weiß ja, wo ich hin bin und habe meistens Bahntickets. Es ist rekonstruierbar und es lohnt sich. Also es lohnt sich, wenn ihr zum Beispiel, wir haben auch als Kunden einige Moderatoren, Trainer, die in Unternehmen arbeiten oder Projektarbeit bei dem Kunden oder so, wenn da 100 Tage im Jahr zusammenkommen, das sind schon, also da reden wir schon über 500 bis 1000 Euro Steuerersparnis, nicht nur Kosten, sondern Steuerersparnis. Wichtig auch, das möchte ich gar nicht so groß aufmachen und deswegen hier nochmal der Hinweis, abonniert den Kanal, weil das ist eins der nächsten Videos, die wir machen, sehr ausführlich darüber, wie kann ich mein Homeoffice absetzen. Ihr könnt zu Hause euren Arbeitsplatz zu Hause steuerlich geltend machen und zwar in Anführungszeichen fast komplett ohne Limit, wenn das der absolute Mittelpunkt eurer Arbeit ist. Das heißt, wenn ihr immer zu Hause arbeitet, könnt ihr alle Kosten absetzen. Und alle Kosten heißt, keine Ahnung, sehr einfach zu machen, ihr habt ein Arbeitszimmer, ein separates Arbeitszimmer, ihr habt eine 100 Quadratmeter Wohnung, dieses Zimmer hat 30 Quadratmeter. Dann habt ihr 30% von eurer Wohnung ist euer Homeoffice. Das heißt, ihr könnt 30% von der Miete, 30% vom Strom, 30% vom Gas, ihr könnt den Schreibtisch absetzen, ihr könnt Renovierungskosten anteilig absetzen, ihr könnt, das alles könnt ihr absetzen. Das ist zum Teil sehr, sehr, sehr viel. Kommt drauf an, wo ihr wohnt. Aber das kann zum Teil wirklich viel sein. Es gibt ein paar Regelungen. Wenn ihr wo eigentlich den Schwerpunkt eurer Arbeit woanders macht, da aber kein Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt wird, dann ist das gedeckelt auf 1250 Euro. Dazu gibt es noch eine ganze Menge Regelungen und solche Geschichten, aber wenn ihr da grundsätzlich noch nicht euren Arbeitsplatz zu Hause absetzt, beschäftigt euch bitte unbedingt damit. Wie gesagt, heute ist so ein bisschen, habe ich gestern schon gesagt, ist so ein bisschen so ein Buffet. Kann ich nicht in jedes Thema super tief reingehen. Wenn es irgendwo ein Thema gibt, wo ihr sagt, darüber will ich mehr erfahren, schreibt bitte rein. Unbedingt mehr oder unbedingt dazu nochmal ein einzelnes Webinar, dann gehe ich dann noch deutlich tiefer ein, aber Homeoffice habe ich noch ein Video gedreht. Was jetzt neu ist, oder was ist neu? Aufgrund von Corona, weil es gibt normalerweise Regelungen, wie so ein Homeoffice, also wie so ein Arbeitszimmer aussehen muss. Das muss abgegrenzt sein, es muss ganz klar sein, dass das da findet die Arbeit statt und da reicht jetzt nicht der Wohnzimmertisch oder der Küchentisch oder sowas. Aber aufgrund von Corona muss dann viele zu Hause arbeiten, die normalerweise nicht zu Hause arbeiten. Und da können 5 Euro am Tag, die ihr zu Hause sitzt und arbeitet, quasi pauschal als Kosten abgesetzt werden. Selbst wenn ihr sonst keinerlei Nachweise und sowas Zeug habt. Das heißt, wenn ihr euch auch noch zu blöd ist, das alles auszurechnen und sowas, wie gesagt, Aufwand und Steuersparnis immer Verhältnis. Was ihr auf jeden Fall ansetzen könnt, ist 5 Euro pro Tag, an dem ihr zu Hause gearbeitet habt. Und wenn ihr jetzt wisst, ich habe seit Anfang April letztes Jahr eigentlich jeden Tag zu Hause, dann guckt ihr in den Kalender, schreibt mal 5 und setzt diese 5 Euro am Tag als Kosten an. Ist eigentlich eine Regelung, wenn ihr danach googelt, ist eigentlich eine Regelung, die ganz viel kommuniziert ist für Angestellte, aber es können tatsächlich auch Selbstständige, weil in dem Gesetz steht nicht ausdrücklich, da steht Steuerpflichtiger, da steht nicht Arbeitnehmer. Das heißt, es gilt auch für Selbstständige, diese 5 Euro Pauschale gilt also auch für euch.
Ja, gute Frage. Wie muss ich die Verpflegungspauschale an die Kontist Steuerberatung angeben, weitergeben? Wichtig ist das irgendwann, also für die laufende Buchhaltung brauchen wir es nicht, weil es umsatzsteuerlich nicht so relevant ist, aber einmal im Jahr unbedingt. Am besten, wir werden dafür auch Vorlagen unbedingt bald haben, haben wir leider noch nicht gebaut. Schreib es dir in Excel auf, schick sie uns, sobald du das letzte Jahr fertig hast, gerade mit den Unterlagen, die wir für die ganze Einkommensteuererklärung und so weiter brauchen, schick uns das mit. Wir würden dich aber, also wenn wir noch nicht in Kontakt stehen sollten, fragen wir dich auch auf jeden Fall danach, dass du doch das bitte vielleicht noch einmal auflistest. Und für dieses Jahr vielleicht auch schon laufen machen. Nimm dir kein Vorbild an mich, ich mache das auch immer nur einmal im Jahr. Wie ist das beim Homeoffice, wenn man kein eigenes Arbeitszimmer hat? 5 Euro. Für letztes Jahr vor allen Dingen die 5 Euro. Und für dieses Jahr, ganz ehrlich, müssen wir gucken. Das ist eine Corona-Regelung, das wissen wir immer nicht. Gibt es Regelungen und sowas, die kommen manchmal auch ein bisschen später. Und ja, keiner weiß, wann wir hier irgendwann mal wieder aus dem Lockdown kommen. Aber für letztes Jahr zumindest die 5 Euro. Ein anderer Punkt, der relativ neu ist, ist das ganze Thema Anschaffung und Abschreibung. Und es gibt einen sehr, sehr interessanten Punkt. Bisher ist das immer so, wenn ich größere Anschaffung habe, also wenn ich Dinge anschaffe, die ich dauerhaft im Betriebsvermögen nutze, quasi. Mein Schreibtisch beispielsweise, den nutze ich ein bisschen länger im Unternehmen, da darf ich nicht die gesamten Kosten sofort geltend machen. Und wenn ich für 2.000 Euro einen Schreibtisch kaufe, kann ich nicht 2.000 Euro in die Buchhaltung packen und sagen, so, jetzt zahle ich die 2.000, versteuere ich diese 2.000 weniger, sondern ich muss das auf die Nutzungsdauer aufteilen und muss dann halt die 2.000 Euro auf 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre aufteilen, je nachdem, wie lange ich diesen Schreibtisch benutze. Das galt bei Anschaffung über, also bis 800 Euro netto oder mit Umsatzsteuer 952 Euro brutto sein. Was jetzt neu ist, und das ist absolut neu, seit dem 1. Januar diesen Jahres gibt es diese Regelung nicht mehr für Computer und Software. Bisher war so ein Laptop, und wenn ich 5.000 Euro dafür ausgegeben habe, musste ich über 3 Jahre aufteilen. Das heißt, okay, 5.000 sehr viel, ich kaufe einen richtig guten Laptop, 3.000 Euro, und musste diese 3.000 Euro auf 3 Jahre aufteilen. Das ist geändert, das ist neu, ab dem 1. Januar dieses Jahr kannst du diese 3.000 Euro sofort in die Kosten packen. Das heißt, wenn ihr jetzt am Jahresende oder auch jetzt sagt, ah, ich brauche sowieso ein Gerät oder so, ist es dieses Jahr besonders interessant, sich Laptops anzuschaffen oder Computersoftware, weil ihr diese Kosten sofort geltend machen könnt. Bei großen Anschaffungen, ich nehme mal ein Auto als Beispiel, weil Auto sind große Anschaffungen immer, aber es kann auch irgendwas anderes sein. Wenn ihr jetzt, ach, wir haben ein paar Kameraleute als Mandanten, super geiler Job, wenn ihr da mal eine krass, also wenn ihr eures eigenes Equipment kauft, dann, also was ich da an Rechnungen für Kameraequipment gesehen habe, das geht über ein Auto hinaus. Vielleicht ist in eurem Bereich, je nachdem, was ihr macht, kann das natürlich auch sein. Vielleicht habt ihr es auch schon mal gehört, Investitionsabzugsbetrag. Das ist ein bestimmter § 7g Einkommensteuergesetz, wenn ihr nachgoogeln wollt. Es gibt bestimmte Möglichkeiten, Abschreibungen schon vorzunehmen, bevor ihr das eigentlich gekauft habt. Das heißt, es gibt ein paar Voraussetzungen dafür, dass ihr es machen könnt. Bei Anschaffungen, das Wirtschaftsgut, also das Auto, die Kamera oder wie auch immer, ist abnutzbar und beweglich. Abnutzbar heißt, es verliert an Wert. Muss man immer sagen, weil wenn ich mir ein Waldstück kaufe beispielsweise, warum auch immer ich es machen sollte, es nutzt sich nicht ab. Gute Frage eigentlich. Ich will gar nicht mal ausschließen, dass sich ein Wald nie abnutzt, weil Abholzung und so. Aber also ein Wald ohne Wald, also nur Grundstück, nutzt sich in der Regel nicht ab. Und ist auch nicht beweglich. Das heißt, Kamera, Autos und so. Ich bleibe beim Autobeispiel. Ich will mir einen Tesla kaufen nächstes Jahr. Tesla nutzt sich ab, leider, und ist beweglich. Gott sei Dank, weil sonst würde er seinen Sinn verfehlen. Das heißt, das ist erfüllt. Bei Freiberuflern darf ich bis 100.000 Euro Gewinn machen. Gewerbetreibende dürfen 235.000 Euro Gewinn machen. Und der Höchstbetrag, das ich so geltend machen kann, also an Investitionen, sind 200.000 Euro. Das heißt, ich will mir einen Tesla kaufen, 200.000, da ist locker ein Model S drin. Und ich kann mir, selbst wenn ich es nächstes Jahr anschaffen möchte, kann ich dieses Jahr schon einen Investitionsabzugsbetrag von 40% berücksichtigen. Das heißt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, was kostet Model S, 100.000. Ich will für 100.000 nächstes Jahr ein Auto kaufen. Ich kann dieses Jahr schon 40.000 Euro als Kosten absetzen, selbst wenn ich dieses Jahr noch gar keine Kosten getragen habe. Halt noch überhaupt gar keine Kosten habe. Das heißt, ich kann dieses Jahr schon 40.000 Euro absetzen
und muss diese 40.000 Euro weniger Steuern zahlen. Das ist bei so einem 30% Steuersatz schon mal 12.000 Euro. Natürlich, klar, ich muss die Investition später machen, aber das ist sehr, sehr, sehr spannend. Und on top ist es, als wenn ich es geplant hätte, kommt ein Autobeispiel. Wahnsinn. Autoanschaffung in 2023, ich habe mich getan, in 2 Jahren schaffe ich es mir erst ein. Und ich habe ein Model 3 genommen, 40.000 Euro. Und ich kann dieses Jahr schon 40% von den 40.000 Euro als Kosten setzen. Wenn es Model S ist, 100.000 Euro, kann ich 40.000 Euro schon nehmen. In dem Fall Model 3 sind dann 16.000 Euro, die ich dieses Jahr berücksichtigen kann, Model S dann eher so 40. Somit reduziert sich der Gewinn dieses Jahr schon in voller Höhe. Was noch on top kommt, das habe ich gar nicht draufgeschrieben, auch in 7G, ist eine so einmalige Sonderabschreibung. Das heißt, natürlich schreibe ich dann, wenn ich jetzt 16.000 weniger habe, dann bleiben ja noch 24.000 übrig. Das heißt, nächstes Jahr, wenn ich das Auto anschaffe oder übernächstes Jahr, sind es 24.000 Euro. Und auch dann kann ich davon nochmal 20.000 sofort abschreiben und dann muss ich den Rest erst auf die Laufzeit aufteilen. Also dieser Investitionsabzugsbetrag bei großen Anschaffungen unbedingt einmal genauer, also auch nachgoogeln, also gibt es Berechnungsbeispiele und sowas, meldet euch gern ansonsten und sowas. Genau, könnt ihr Investitionsabzug, solltet ihr auf jeden Fall wissen, große Anschaffung, bei großen Anschaffungen kann man sehr, sehr flexibel hin und her spielen. Anderer Punkt, Ausgaben habe ich schon so ein bisschen erwähnt, habe ich Wiederholungen, wenn ihr Kosten ansetzt, habt ihr weniger Gewinn, zahlt ihr weniger Steuern und so weiter, klar. Bitte, gebt keinen Bullshit aus. Natürlich könnt ihr auch so viel Geld ausgeben, dass einfach Konto leer ist und dann zahlt ihr weniger Steuern. Ist so, lohnt sich auch manchmal. Wenn ihr in diesem Jahr zum Beispiel viel verdient und ihr gebt jetzt dieses Jahr bestimmte Investitionen, die ihr tätigt, macht das jetzt natürlich viel mehr Sinn. Die meisten wissen es von euch, wir haben den Einkommensteuersatz, der in Deutschland, der ist progressiv. Das heißt, je mehr ihr verdient, desto höher ist auch der Prozentteil. Das heißt eigentlich, mit jedem Euro mehr, den ich verdiene, muss ich auch der Anteil, den ich abgebe, ist immer größer. Bisschen nervig, vielleicht auch sehr viel nervig, aber deswegen lohnt es sich in Jahren, in denen ihr viel Einnahmen habt, die größeren Anschaffungen zu machen. Aber bitte gebt nicht nur Geld aus, um Steuern zu sparen. Wenn ihr jetzt einen Steuersatz von 40% habt, ihr könnt euch überlegen, ich kaufe mir jetzt noch einen Laptop für 5.000 Euro und dann zahlt ihr natürlich die 40% weniger Steuern. Das heißt, unterm Strich kostet euch der Laptop, also ganz extremer Beispiel, Laptop, iMac, 5.000 Euro plus Umsatzsteuer, das heißt 6.000 steht auf der Bruttorechnung drauf, irgendwo ausgepriesen 6.000 Euro. Ich kann ja sowieso 1.000 Euro Vorsteuer holen. Wenn ich jetzt einen Steuersatz von 40% habe, zahle ich ja quasi die 40, wenn ich es als Betriebsvermögen anschaffe, zahle ich diese 40% ja sowieso weniger Steuern. Das heißt, effektiv belastet bin ich mit 3.000 Euro, was schon mal ganz geil ist, weil 6.000 stand auf dem Preisschild. Das ergibt aber natürlich keinen Sinn, wenn ich ihn nicht brauche. Und deswegen da wichtig, bitte keine Ausgaben kreieren, nur um Steuern zu sparen. Aber wenn die Ausgaben sowieso anstehen, könnt ihr sie gut noch ins alte Jahr ziehen. Und es gibt noch einen anderen tollen Trick und der ist wirklich für euch, also für die meisten von euch besonders einfach auch umzusetzen, ist, und zwar wenn ihr eine Einnahmenüberschussrechnung macht. Das heißt, wenn ihr nicht bilanzierungspflichtig seid, sondern eine Einnahmenüberschussrechnung macht, dann, und das ist die Voraussetzung, warum? Bei einer Einnahmenüberschussrechnung gilt immer der Zahlungszeitpunkt als Ausgabedatum. Und was ihr machen könnt am Jahresende, um Steuern zu sparen, ist, dass ihr nicht Kosten kreiert, nur um Steuern zu sparen, sondern dass ihr Kosten, die ihr hundertprozentig sowieso habt im kommenden Jahr, jetzt schon bezahlt und dann könnt ihr sie jetzt schon von der Steuer absetzen. Das heißt zum Beispiel bei Tools. Müsst nicht monatlich zahlen, wenn ihr einmal im Jahr zahlt oder das auch ändert am Ende des Jahres und dann einmal zahlt, habt ihr die ganzen Kosten jetzt schon und nächstes Jahr müsst ihr ja nichts mitzahlen. Externe Freelance habe ich mal gemacht, ich habe eine Vertriebsmitarbeiterin mal gehabt, ich habe irgendwann am Jahresende, ich habe Stundenkontingente gekauft. Ich habe ihr im Dezember gesagt, so Mensch, ich habe noch ein bisschen Geld zum Loswerden, wie wäre es einfach, wenn ich jetzt schon mal 250 Stunden bezahle? Einfach, und dann habe ich ein Kontingent, das rufe ich dann über die nächsten Monate ab. Ich habe mir die Rechnung gestellt, ich habe es überwiesen, war eine Kosten für dieses Jahr. Und die Leistung habe ich erst nächstes Jahr bekommen. Ich konnte es aber jetzt sofort schon von der Steuer geltend machen. Wo es geht, in Miete. Coworking Spaces, einfach hingehen und sagen, ey, ich würde gerne 6 Monate in der Zukunft bezahlen. Sind ja keine Kosten, die ihr kreiert, nur um Steuern zu zahlen. Das könnt ihr jetzt aber absetzen. Könnt ihr auch mit Strom, Gas, Wasser und so weiter machen. Geht auch bei Handyvertrag und sowas. Wenn ihr richtig trickreich sein wollt, überweist doch einfach Vodafone mal 600 Euro mehr, kurz vor Jahreswechsel, Geld weg und dann kommt das irgendwann wieder danach, aber dann könnt ihr es in dem Jahr wieder absetzen. Also wichtig, Zufluss-Abfluss-Prinzip. Einnahmenüberschussrechnung, wenn man das versteht, da wird der Gewinn nach Zufluss-Abfluss, das heißt jedes Geld, was abfließt, sind Kosten in diesem Jahr und da sind Vorschüsse sehr, sehr gut machbar. Und der Vorteil ist, logisch, es sind keine echten Ausgaben, sondern ihr habt einfach nur den Zahlungszeitpunkt verschoben.
Geht übrigens auch anders, geht auch in die andere Richtung. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ah, dieses Jahr bin ich eigentlich ganz fein, stellt Rechnungen später. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ah, in diesem Jahr war gut und keine Ahnung, so ein bisschen schwierig, auch oder Corona-Hilfe oder sowas, ihr könnt ja entscheiden, wann ihr eine Rechnung schreibt und wann ihr das Zahlungsdatum habt. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel dieses Jahr, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr Geld verdienen würdet, weil der Steuersatz sonst zu hoch ist, besprecht halt mit eurem Kunden, dass ihr 3 Monate später erst die Rechnung schreibt. Oh, kein Problem. Und dann wird das dann erst versteuert im kommenden Jahr. Gut, jetzt haben wir April, das ist noch, dauert noch sehr lang. Aber ich habe tatsächlich mit einem größeren Kunden für ein größeres Projekt, da ging es durchaus um ein fünfstelliger Betrag. Damals war es echt viel Umsatz für mich, da ging es um 12.000 Euro. Ich habe mit dem Kunden gesprochen, habe 8 Monate nach meinem Auftrag die Rechnung geschrieben und musste das dann erst im folgenden Jahr. Also ich habe es im Juli umgesetzt und habe erst im Januar danach die Rechnung geschrieben und habe dann auch erst die Steuern gezahlt. Puh. Ich gucke auf die Uhr, 17.54 Uhr. Gibt es grundsätzlich Fragen, bevor ich es in so richtig Ausblick gebe, was man noch so machen kann, Richtung Gestaltung und so. Ich will nicht sagen kreativ, die Regeln, die gibt es alle, die habe ich nicht erfunden. Die könnt ihr auch alle nachlesen, ihr könnt das googeln, das ist so ein bisschen so Buffet, aber kann man natürlich ein bisschen mehr machen. Wichtig, also ich würde auch bei Homeoffice, ich würde eine Excel-Tabelle erstmal anlegen, die ganzen Kosten auflisten und dann deine Gesamtkosten, dann prozentual, dann hast du deine Berechnung. Die Kosten, du hast da mehrere Möglichkeiten. Du kannst die tatsächlich dann als Kosten, du hast dir dann meistens von deinem Privatkonto bezahlt. Das heißt, wenn du da das nachweist, diese Berechnung hast, dann kannst du danach die Rechnungen und Kontoauszüge, mit denen du das bezahlt hast, musst du aufheben, weil wenn du das in der Buchhaltung ansetzt, musst du es auch 10 Jahre aufbewahren, musst du berücksichtigen und dann kannst du das quasi in deiner Anlage EUR, also wenn wir dein Steuerberater sind, was ich hoffe, das sage ich ein bisschen zu oft, ich weiß. Nein, aber dann schickst du uns das einfach, dann ist gut. Was du für auf Tages-, also so auf monatlich machen kannst, um das auch in deiner Buchhaltung zu berücksichtigen, du kannst dir diesen Anteil auch berechnen, der wird ja in jedem Monat gleich sein. Überweist dir diesen Betrag einfach monatlich fix, quasi wie, und da muss ich sagen, es ist wie eine Miete, überweist dir diesen Anteil, den du ausgerechnet hast, einfach jeden Monat von deinem Geschäftskonto auf dein Privatkonto. Genau, was praktikabel ist, wenn du den Anteil ausrechnest, überweist dir das jeden Monat auf den Betrag. Was aber ganz schön ist, ist, du hast halt auch Vorsteuer. Also bewahr dem unbedingt die Stromabrechnung aus und solche Sachen. Das heißt, überall, wo Umsatzsteuer drin ist, du kannst dir auch prozentual die Vorsteuer ziehen. Also mein Beispiel habe ich ja gesagt, 100 Quadratmeter, 30 Quadratmeter ist dein Arbeitszimmer. Du kannst jetzt zum Beispiel Strom, Gas und so, da auf diesen Rechnungen ist ja Vorsteuer, ist ja Umsatzsteuer ausgewiesen. Ihr könnt auch die 30% dieser ausgewiesenen Umsatzsteuer geltend machen in der monatlichen Buchhaltung. Für euch ist natürlich wichtig, macht erstmal die Berechnung, überweist euch den Betrag und so weiter. Wie gesagt, für alle Mandanten, meldet euch, wenn wir das noch nicht machen sollten. Eine Frage war noch speziell zum Thema Homeoffice-Pauschale, also diese 5 Euro pro Tag, wie bucht man diese oder setzt man die nur ein? Die würde ich, weil sie quasi die umsatzsteuerlich nicht relevant ist. Also ich unterscheide immer, ist was für die Umsatzsteuervoranmeldung relevant, dann sollte ich es jeden Monat machen. Oder ist was wirklich für die Gewinnermittlung am Ende des Jahres relevant? Die Pauschale gibt es jetzt keine Vorsteuer, weil es eine Pauschale ist, ist keine Umsatzsteuer mit drin. Die würde ich einmal im Jahr reinpacken. Also einmal die Tage zusammenzählen, die gilt für letztes Jahr, weil die Frage sich auch gerade. Zählt die für letztes Jahr und packt die quasi in eure Anlage EUR rein. Je nachdem, wie ihr eure Steuererklärung macht. Entweder sagt das eurem Steuerberater, teilt ihm das mit. Wenn ihr jetzt Tools nutzt wie Smartsteuer, Taxfix, Steuerbot, Wundertax, mehr fallen mir auch gerade nicht ein, dann wird es da ein Feld geben. Und dann könnt ihr das da eintragen. Wichtig ist, das sind nicht Werbungskosten oder so, das sind Teile Betriebsausgabe. Das heißt, da könnt ihr quasi bei Raumkosten, Miete, Raum und Miete und so, da gibt es so ein Feld, Nummer weiß ich nicht aus dem Kopf, da könnt ihr das eintragen. Da will mich jemand challengen und schickt mir irgendwelche Paragraphen und fragt mich, ob irgendwas da ist. Ich weiß grundsätzlich, was in Paragraph 4 Absatz 5 steht. Die Frage muss ich dir trotzdem im Nachgang beantworten. Außer ihr habt kurz Zeit, dass ich einmal nachblätter. Nein, keine Ahnung, das muss ich tatsächlich nachgucken, gucke ich aber gerne nach und melde mich dann dazu. Ich habe mein Homeoffice im Schlafzimmer. Kann ich das irgendwie auch als Arbeitszimmer geltend machen? Wenn du da schläfst und arbeitest und so, dann ist das eher ein Fall für 5 Euro am Tag. Wahrscheinlich. Also kommt auch ein bisschen drauf an. Es gibt auch manchmal, was tatsächlich ein bisschen schwierig ist, auch so Loft. Ich habe eigentlich nur ein Zimmer und da findet halt alles statt. Ist tatsächlich schwierig. Da gibt es aber auch ganz, ganz viele Urteile. Da müsste man im Zweifel halt tatsächlich auch den Einzelfall angucken. So, jetzt Highlight Steuergestaltung. Wir wollen jetzt so richtig schöne Steuergestaltung machen.
Und zwar, das gilt insbesondere für diejenigen, die viel, also ich will jetzt nicht sagen, viel Geld verdienen, aber ich habe ja gehört, hier sind in erster Linie Großunternehmer am Start. Das freut mich. Es gibt so ein paar Sachen, die sind relativ easy und die kann man einmal aufsetzen und von denen nutzt man. Ich würde mal sagen, das ist so das Advanced-Zeug. Das heißt jetzt für diejenigen, das gehört nicht zu den Daily Works, die man macht, das ist wirklich Gestaltung. Auch für alle, die Kunden bei uns sind. Schreibt uns gerne, wenn da eins von dem anderen interessant ist, dann machen wir mal ein Beratungsgespräch, rechnen das einfach mal durch. Ein Beispiel. 450-Euro-Jobs. Ich nehme mich mal als Beispiel. Ich bin selbstständig, auch gelogen, ich bin nicht mehr selbstständig. Ich war lange Jahre selbstständig. Seit Mitte letzten Jahres hat mich Kontist verführt und ich mache jetzt hier Steuerberatung. Aber vorher war ich selbstständig. Und ich habe einen Steuersatz gehabt. Das heißt, nur als Beispiel, 40% Steuersatz. Ich hätte zum Beispiel meine Frau, wir sind zusammen veranlagt, wir machen zusammen eine Steuererklärung, deswegen habe ich übrigens bei der Anmeldung auch vorher gefragt, wer ist verheiratet und so, um zu sehen, ob das ein Tipp ist, den man so geben kann. Meine Frau hat mir manchmal mitgeholfen und solche Geschichten, Unterlagen sortiert. Also ich hasse das wie die Pest, hat sie mir geholfen. Die Lohnnebenkosten sind normalerweise teurer in Deutschland. Bei einem 450-Euro-Job sind sie weniger. Wenn ich jetzt für Unterlagen sortieren, Büro und sonst Tätigkeit an meine Frau, ich glaube, die guckt sogar zu, liebe Grüße, Unterlagen sortieren, 450-Euro-Job und ich zahle ihr 450 €. Die Lohnnebenkosten sind, je nachdem wie angemeldet, privat, krankenversichert, nicht, Rentenversicherung und so weiter, kann man einige Sachen auswählen, gibt es auch Rechner. Wenn das interessant für euch ist, googelt Minijob Arbeitgeber Brutto Rechner, dann, ich schicke auch den Link mit rum. Die Lohnnebenkosten von einem 450-Euro-Job liegen bei 20 bis ungefähr 33% Abgaben. Und der große Vorteil ist, Minijobs, also Einkommen aus dem Minijob, das heißt, meine Frau müsste dieses eine Einkommen aus ihrem Minijob nicht in unserer gemeinsamen Steuererklärung angeben. Das heißt, ich kann meine Frau jetzt einstellen, wenn ich sage, ich rechne mal mit ungefähr 20%. Ich stelle meine Frau ein, ich habe Kosten von 450 €, die ich an sie überweise und habe 20% Lohnnebenkosten. Das heißt, ich zahle nochmal 90 Euro an die Knappschaft. Das heißt, ich habe 20% Abgabenlast quasi, habe aber 540 € aus meinem Unternehmen raus, weil 540 € sind quasi abgeflossen und muss diese 540 € pro Monat weniger versteuern. Das heißt, ich zahle 40% weniger auf die 540 €, was schon mal ordentlich sind. Und wenn ich das gegenüberstelle, meine Steuerbelastung mit den Lohnnebenkosten für meine Frau, die mir beim Unterlagensortieren hilft beispielsweise oder beim Präsentation bauen oder wie auch immer, spare ich da erheblich, teilweise bis zu 20%, je nachdem natürlich, wie der persönliche Steuersatz ist. Das macht natürlich keinen Sinn, wenn ich jetzt einen Durchschnittssteuersatz von 10% habe, weil dann sind die Lohnnebenkosten höher. Aber diese Vergleichsrechnung mal zu machen, die lohnt sich und da kann man das ganz gut machen und gibt es da durchaus einen Hebel, wo man monatlich 50 €, 60, 70 € Steuern spart. Und wenn man das mal hochrechnet, dann ist man allein damit schon beim Tausender. Kann man natürlich jetzt auch mit der Mama machen, mit der Schwester machen, wie auch immer. Ein Minijob, 450 € darf jeder haben. Danke, Tobi, für den Link. Also das wäre möglich. Und wenn da Interesse ist, sehr, sehr gern, kommt auf uns zu. Anderer Punkt, und das ist einfach, das merke ich, dass das vielen nicht bewusst ist, klingt sogar blöd, macht Verluste. Gewinne und Verluste aus unterschiedlichen Einkunftsarten, also geht es insbesondere um die Einkommensteuer. Ich habe in der Einkommensteuer habe ich mehrere Einkunftsarten. Also so ein Steuerbescheid ist ja mehrere Einkunftsarten aufgelistet. Und wenn ich Verluste, also wenn ich Gewinn mache mit einer Einkunftsart und Verluste mit einer anderen Einkunftsart, geht nicht in allen Konstellationen, aber in vielen, kann ich das verrechnen und ich zahle nur die Differenz. Und man kann sehr bewusst Verluste machen. Ich kann zum Beispiel sein, angestellt, wenn ich hauptjobmäßig angestellt bin, mich selbstständig machen will, starte ich meine Selbstständigkeit im Nebenberuf und kann am Anfang erstmal relativ viel investieren. Und diese Verluste, die ich mache in meiner Selbstständigkeit, die kann ich verrechnen mit dem Einkommen aus meinem Angestelltensein. Und dann kriege ich mit jeder Steuererklärung am Ende ordentlich viel Geld wieder. Und zwar das Geld, was als Lohnsteuer von meinem Gehalt abgezogen wurde. Und ich meine, so eine Verlustphase, die kann je nachdem, was man macht. Aber wenn ich jetzt Programmierer bin und parallel eine App entwickle, die ich dann pushen will und bewerben will, und so, dann habe ich am Anfang erstmal viel Arbeit. Ich brauche Software-Tools, ich brauche einen Laptop. Ich brauche Werbekosten und so weiter, man kann das machen oder ich baue Webseiten, ich habe externe Texter und sowas und mache erstmal gut Verluste. Und das kann ich verrechnen und dann kriege ich Steuern wieder. Auf der anderen Seite, wir reden ja mit Großunternehmern,
Das heißt, wir haben Gewinne, viel Gewinne aus der Selbstständigkeit. Und jetzt möchte ich mir überlegen, ich würde gerne irgendwie Vermögen aufbauen. Ich würde gerne fürs Altersvorsorgen. Ich könnte mir zum Beispiel Immobilien kaufen. Und gerade Immobilien, da kann man sehr viel spielen mit der Abschreibung, also wie viel ich mal abschreiben kann und so. Bei Immobilien gibt es relativ viele Möglichkeiten, wie man da auch Verluste machen kann. Das heißt, wenn ich weiß, ich mache stabil Gewinne mit meiner Selbstständigkeit, mache aber Verluste mit aus Vermietung und Verpachtung, kann ich auch das verrechnen und zahle unterm Strich weniger Steuern. Und da geht es tatsächlich so ein bisschen darum, das zu gestalten und was ist das beste Setup aus unterschiedlichen Einkunftsarten, um mehr Geld zu machen. Auch da geht es nicht darum, Verluste zu machen, um unbedingt weniger Steuern zu zahlen, darum geht es nicht, sondern macht es eventuell Sinn, in einigen Bereichen ganz bewusst Verluste zu machen, also quasi Investitionen, um später mehr Vermögen zu haben oder eine laufende Selbstständigkeit zu haben. Also angestellt und Verluste in der Selbstständigkeit, da machen die Verluste in der Selbstständigkeit nur Sinn, wenn es natürlich Investitionen sind und ich weiß, dass wenn ich jetzt Geld investiere, dass ich später eine bessere, erfolgreichere, finanziell bessere Selbstständigkeit habe. Immobilien, ganz klar, da zahle ich jetzt weniger Steuern, baue aber Vermögen für später aus. Das heißt, ich baue eigentlich aus meinen Steuerzahlungen baue ich mein Vermögen für später aus. Ist natürlich ein Fall, kann ich auch keine allgemeinen Dinger zu beantworten, müssten wir auf jeden Fall im Einzelnen anschauen. Gute Frage, Aktien. Kapital, deswegen habe ich es nicht als Beispiel genannt, Kapitaleinkünfte ist so ein bisschen special gelagert. Auch da kann man Verluste und Gewinne verrechnen, aber nicht mit allen und das müsste man, das sprengt definitiv den Rahmen. Wenn das interessant ist, mache ich es auch ganz gerne, gerade weil letztes Jahr so ein riesen Hype war rund um Trade Republic und Online Broker und so, können wir sehr, sehr gerne Kapitaleinkünfte mal einen Exkurs machen. Gute Frage. Ab wann sagt das Finanzamt denn Liebhaberei, wenn man öfter Verluste macht? Fragt der kleine Unternehmer in der Nebenberuflichkeit. Gut, ich verstehe, was du meinst. Liebhaberei habe ich hier nicht aufgenommen, wenn man nur noch Verluste macht. Dann sagt das Finanzamt irgendwann, ach come on, das ist doch keine Selbstständigkeit. Das ist doch mehr so ein Hobby, was du jetzt hier von der Steuer quersubventionieren willst. Das kann halt passieren. Wenn ihr wirklich, aber das ist normalerweise 4 Jahre, 5 Jahre und auch dann, die fragen dann manchmal, dann muss man argumentieren und das muss man darlegen, dass man ja gewillt ist, Gewinne zu machen. Und ich muss ganz ehrlicherweise sagen, ist schon ein paar Jahre her, aber ich bin Steuerfachangestellter geworden, war angestellt und habe genau diesen ersten Punkt gehabt. Ich war angestellt und Verluste in der Selbstständigkeit, habe 5 Jahre Verluste gemacht, dann habe ich meine Selbstständigkeit aufgehört. Ich wollte tatsächlich Gewinn machen, es hat halt leider nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ich habe 5 Jahre Verluste in meiner Selbstständigkeit gemacht, habe quasi die Steuern, die ich als Angestellter gezahlt habe, immer wieder bekommen. Aber es lief tatsächlich einfach nicht so, wie ich mir vorgestellt habe. Aber da gab es jetzt nie eine Rückforderung. Das Finanzamt hat einmal gefragt, wie sieht's denn aus? Kriegt man so einen Brief, Prüfung, Liebhaberei und solche Geschichten. Die sind da aber nicht so richtig überstreng. Und dann habe ich denen erklärt, wie die Sache ist. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, und ging's weiter. War dann ein bisschen doof, also für mich, weil ich lieber gerne hätte erfolgreich selbstständig gewesen, aber steuerlich vollkommen fein. So, und jetzt kommt der fancy Trick. Ich hoffe, ich habe euch nicht verloren. Ich weiß, dass es ein bisschen inhaltlich, fachlich mehr ist und am Anfang ein bisschen Spotify absetzen und so ist ein bisschen inhaltlich einfach. Wenn ich euch vollkommen verloren habe, dann tut es mir leid. Dann lasst uns das gerne im Einzel besprechen. Aber als ich das gehört habe, ist super, super spannend. Und da müsste man, wie gesagt, ich erwähne es einfach mal, damit ihr das gehört habt. Wenn das für euch relevant ist, lasst uns sprechen. Ihr kennt wahrscheinlich das Ehegattensplitting. Ehegattensplitting ganz einfach. Jeder Mensch hat einen gewissen Grundfreibetrag in seiner Einkommensteuererklärung. Das ist in 2021 sind das 9.744 Euro. Die hat jeder quasi Einkommensteuer steuerfrei. Wenn ihr geheiratet habt, wird alles in einen Topf geworfen. Ihr macht zusammen eine Steuererklärung. Wenn ihr euch dafür entscheidet, kann man auch immer noch trennen. Ergibt meistens keinen Sinn. Ihr wird aber alles zusammengeschmissen. Und ihr habt quasi einen doppelten Grundfreibetrag. 19.488 Euro. Und das habt ihr zusammen. Aber ihr habt halt auch in der Regel manchmal doppelt Einnahmen. Was ganz, ganz viele nicht nutzen, ist, Kinder haben diese Freibeträge auch. Alle, die ganze Familie haben diese Freibeträge auch. Und um ein extremes Beispiel zu rechnen, und man kann seine Selbstständigkeit so aufbauen, dass man diese Freibeträge der Kinder auch mit nutzt. Um ein extremes Beispiel zu nennen, du hast 4 Kinder. Lass uns gedanklich einfach mal rechnen, 10.000 Euro sind steuerfrei. Als Ehepaar 20.000 steuerfrei, aber ihr habt 2 Einkommen. Wenn ihr jetzt noch 4 Kinder habt,
haben die auch jeweils, weil auch sind Steuerpflichtige, bei der Geburt kriegt man also eine persönliche Steueridentifikationsnummer, sind steuerlich gesehen Menschen, auch die haben jeweils 10.000 Euro steuerfrei. Das heißt, wenn ihr ein Ehepaar seid, 4 Kinder habt, habt ihr als Familie gemeinsam Steuerfreibeträge von 60.000 Euro. Und ihr könnt diese 60.000 Euro nutzen. Ihr müsst euch nur überlegen, wie kann euer Kind beispielsweise Einkommen haben in Höhe von 10.000 Euro. Manchmal gibt es da so Dinge, okay, wenn die jetzt Einkommen haben, dann haben die kein Kindergeld. Also gibt es so ein paar Regeln. Gibt es aber Regeln, also das ist nutzbar. Selbst wenn ihr nur die Hälfte davon nutzt. Das heißt, ihr nutzt 5.000 Euro von den Freibeträgen der Kinder, damit sie noch Kindergeld bekommen und solche Sachen und euch da nicht selber schadet. Das heißt aber, bei 4 Kindern sind 4 mal 5.000 Euro. 20.000 Euro könnt ihr steuerfrei verdienen, wenn die Kinder das verdienen. Beispielsweise, es wird Vermögen übertragen, die geben euch einen Kredit eurem Unternehmen. Oder ihr macht sie zu stillen Teilhabern. Das heißt, ihr übertragt einen Teil eurer Selbstständigkeit, quasi haben eine Beteiligung, eine stille Beteiligung zum Beispiel. Wie man es genau ausgestaltet, müssten wir dann schauen. Und ihr zahlt regelmäßig Zinsen an die Kinder quasi für diese stille Beteiligung. Also das ist natürlich eine Vergütung. Die haben einen Teil daran und die kriegen einen Teil der Einnahmen. Dann haben die Einkommen. Und ich meine, wenn die Kinder Einkommen haben, warum sollte man den Kindern nicht sagen, dass sie auch was zur gemeinsamen Lebensführung oder Mietbeitrag, also einfach quasi Bezuschussung, dass das in die Familienkasse mit eingeht. Und so könnte man das nutzen, dass die Kinder, also gibt es auch, ihr könnt das gerne suchen, Familiensplittung, Hebung des Grundfreibetrags, und also sind so die Buzzwords, die ihr googeln müsstet, um zu gucken, wenn ihr mir nicht glaubt. Und das ist vollkommen legal. Und so kann man quasi Einkommen, Familieneinkommen verteilen, dass ihr quasi die gesamten Grundfreibeträge in der Familie optimal ausnutzt. Das wissen ganz, ganz viele gar nicht. Lohnt sich aber extrem, weil wir hier reden über 20.000, 30.000, je nachdem wie viele Kinder. Das Geld kann steuerfrei sein. Muss natürlich so gestaltet sein. Und genau, die können genutzt werden, indem das ganze Einkommen gleichmäßiger verteilt ist. Ist ein Tipp, den nicht so jeder viel kennt. Werdet ihr aber finden, also unter den Buzzwords gibt's das. Und das meine ich, das ist so ein bisschen advanced, das habt ihr jetzt mal gehört. Da gibt's auch noch eine ganze Reihe mehr Tipps in diese Richtung. Ich gucke aber so ein bisschen auf die Uhr, ich rede viel zu viel, es tut mir aufrichtig leid. Das wäre aber auch so der Tipp, mit dem ich das hier abschließen wollen würde. Und möchte fragen, habt ihr generell noch Fragen? Ich weiß, gerade am Ende, das ist so ein bisschen mit Nerdwissen, für mich ist das so ein bisschen Experiment. Ehrlicherweise haben technisch gestern grandios gescheitert, das tut mir ein bisschen leid. Ich freue mich über alle, die heute wieder den Weg hierher gefunden haben. Deswegen bin ich tatsächlich, ich persönlich sehr, sehr an Feedback interessiert. War das zu langweilig? War das zu langatmig? War es fachlich zu einfach? War es am Ende zu schwierig? Sehr, sehr interessiert am Feedback und was würdet ihr dazu sagen, wenn wir es einfach regelmäßig machen? Also ich bin vollkommen fein damit, wenn wir auch, wir können eine Umfrage machen, Themenwünsche und dann machen wir einmal die Woche, können das auch zu zweit machen, gerne so ein bisschen Interview vor der Kamera und so weiter. Gerne Fragen. Wenn ihr ansonsten Interesse habt, und das mache ich gleich, bevor ich gehe noch auf die ganzen Fragen ein, ich bin nicht sofort weg, wenn ihr Fragen habt und auch wenn ihr sagt, Mensch, ich hätte gerne Steuerberater sollte mir irgendwie helfen und ich habe keinen und meiner ist, nee, will ich nicht sagen, wenn euer blöd ist, dann redet mit denen und so. Aber wenn ihr sagt, ey, ich würde gerne, ich brauche eigentlich einen Steuerberater, schreibt gerne Fragen und auch wenn ihr Anliegen habt oder grundsätzlich Fragen habt, schreibt an steuern@kontist.com, schreibt bitte rein, hallo Melche und bezieht euch auf das Webinar, das ist wichtig, dann weiß ich das, dann fische ich mir die aus dem E-Mail-Fach raus. Und was auch wichtig ist, ich habe ein paar Kollegen, die, und das möchte ich euch quasi anbieten, ich habe gestern in der E-Mail geschrieben, es tut mir echt leid, wie es gestern gelaufen ist. Wir können gerne ein individuelles Gespräch machen. Ich habe euch jetzt irgendwie, wie viele Tipps waren das? 10, 11, 12, 15 solche Bausteine gezeigt. Ich habe euch gesagt, 350, also ihr habt ein langes Dokument mit 350 solchen Dingern. Ich gehe das gerne mit euch gemeinsam durch und analysiere quasi mal eure Dinge und erkläre euch auch, wie ihr das umsetzen könnt und so weiter. Das würde ich euch anbieten. Normalerweise würde ich euch da jetzt irgendwie ein Preisschild dranhängen und so, aber gerade jetzt, wenn ich gucke, wie viel dabei sind und so weiter, deswegen sorry an alle, die die Aufzeichnung später erst sehen. Wenn ihr Bock darauf habt, wirklich mit mir persönlich einmal die Steuer,
Bausteine mal durchzugehen, gucken, welche passen und so weiter, um quasi von der Kontist-Steuerberatung einmal so den Leitfaden zu geben, wie ihr euch steuerlich optimieren könnt. Dann bucht euch gerne einen Termin kostenlos. Tobi, das wäre ganz gut, wenn du den Link mal rausschickst. Ansonsten findet ihr den aber auch in der Beschreibung als ersten Link. Das ist quasi erstmal meine Kollegen von der Produktberatung, die können euch ein bisschen helfen und euch auch Fragen zu sonst Kontist-Steuerberatung empfehlen. Aber normalerweise hätte ich gesagt, ey, wir nehmen dafür Geld. Aber mir tat das gestern echt leid. Ich habe den ganzen Tag darauf vorbereitet und ich waren so viele Leute vorher angemeldet und solche Geschichten. Das heißt, alle, die da sind, wenn ihr euch anmeldet und darüber quasi einen Produktberatungstermin bucht, noch diese Woche. Also der Termin muss nicht diese Woche sein, ihr solltet ihn aber diese Woche buchen, dann mache ich das for free. Also dann kann ich euch, da mache ich das gerne so, berechne ich nichts. Ist ein bisschen mehr als so, aber ich finde das ganz, ganz gut. Natürlich freue ich mich, wenn ihr anschließend auch sagt, ey Mensch, irgendwie sind die sympathischer als ein anderer Steuerberater, die beauftrage ich. Ist aber jetzt auch nicht die Bedingung. Deswegen bucht euch da gerne einen Termin. Ist, wie gesagt, Produktberatung, überfallt die nicht gleich mit allen steuerlichen Fragen. Das Gespräch mit mir kommt dann danach. Ich habe das allerdings schon ein, zweimal so gemacht und dann kamen danach die ganzen E-Mails und dann war ich 3 Wochen damit beschäftigt, Termine zu koordinieren und deswegen muss ich auf meine lieben Kollegen zurückgreifen. So, langer Monolog. Ich würde jetzt aber ganz gerne einmal noch durch die Fragen gehen und dafür bekommt ihr mich quasi wieder in groß. Gut, die Paragraphen habe ich dir gesagt. Das muss ich nachlesen. Das tut mir auf, das kann ich noch nicht aus dem Kopf die Paragraphen nicht beziehen. Wie rechnet man den eigenen Steuersatz aus? Hast du das zufällig schon gepostet? Ich habe den Text selber gepostet. Leider kann ich den Link reinkopieren. Ach so. Ja, also wichtig ist vor allem, das ist nochmal ein Thema für ein ganz anderes Webinar, gerade wenn ihr auch die Contest-App habt und so, tragt bitte da nicht euren Spitzensteuersatz ein. Also es gibt so manchmal so Listen, welche Steuersätze man hat. Da gibt es immer einen Spitzensteuersatz und einen Durchschnittssteuersatz. Wichtig ist, dass ihr einen Durchschnittssteuersatz nimmt. Und der Taxator, also sucht Taxator, Tobi hat das reinkopiert, könnt aber auch googeln, Contest Taxator, das ist ein Steuerberechnungstool quasi für Selbstständige, ist wie so ein Gehaltsrechner eigentlich für Selbstständige. Da kriegt ihr einen Prozentsatz, das ist quasi euer Steuersatz. Du solltest dich auf jeden Fall dafür einmal anmelden. Also ja, kriegst du mit drin, aber wir setzen uns dann auch gerne für dich um, also das ist sowieso der Punkt. Schreib dann am besten mal einfach eine E-Mail, entweder im Chat und beziehe dich bitte auf das Webinar, weil sonst meine Kollegen wieder... ich habe letztens ein Webinar gemacht, habe ich das auch gesagt, ah, schreib einfach mal und habe den Kollegen nicht Bescheid gesagt und ich habe nicht dazu, deswegen beziehe dich bitte auf das Webinar, hier Melchior hat mir versprochen das im Webinar und so weiter, dann wissen die Bescheid und dann landet das direkt bei mir, ansonsten sind die frustriert und dann darf ich morgen wieder nicht ins Büro kommen, weil alle sauer auf mich sind, weil ich denen die E-Mail-Inbox geflutet habe, ohne Bescheid zu sagen. Deswegen, wenn ihr mich auf mich bezieht, dann landet das automatisch bei mir und ich weiß ja, was ich hier gerade sage. Wird es dazu ein gesondertes Video geben? Tim, ich weiß nicht genau wozu. Ja, Aktien sehr gern, von mir aus, weil darüber ging es um Aktien. Wenn ja, dann gerne sagen, Aktien, Daumen nach oben, dann mache ich irgendwas über Kapitaleinkünfte. Ich auch ganz ehrlich, auch das ganze Thema, also wie auch gesagt, gern auch Bitcoin, Kryptowährung und so. Wir haben die Fragen, kriegen wir immer häufiger, da gibt es ganz wenig Inhalte dazu. Können wir gerne machen. Gute Frage. Dennis Hader, kann man Fehler in der Voranmeldung auch nur in der Umsatzsteuererklärung korrigieren? Ja, geht. Also ist fast auch normal. Es gibt fast keine Umsatzsteuererklärung, in die nicht irgendwelche kleinen Korrekturen für die Voranmeldung gemacht werden. Gerade jetzt, wenn ihr sagt Homeoffice und ihr habt gerade das erste Mal gehört, dass ihr auch die Vorsteuer geltend machen könnt von den Gas- und Strom- und so weiter Rechnung. Auch das Internet zu Hause. Wenn ihr zu Hause arbeitet, setzt bitte Kosten. Teile, große Teile, wenn ihr schwerpunktmäßig arbeitet zu Hause, des Internets an und zieht dafür die Vorsteuer. Wenn ihr das jetzt gerade das erste Mal gehört habt, könnt ihr das auch ganz normal, auch für letztes Jahr rückwirkend, in der Umsatzsteuererklärung quasi berücksichtigen. Und da gibt es halt eine Umsatzsteuererstattung, das ist auch nicht schlecht. Das war super, danke, wunderbar erklärt. Freut mich sehr, gut rübergebracht, sehr sympathisch, gute Beispiele, danke dir. Freut mich sehr, war gut gemacht, recht noch spritzig.
Ich hoffe, das Thema ist auch ätzend genug. Länge super, war interessant, gern wiederholen bzw. regelmäßig. Sehr schön. Fand es genau richtig, sehr gute Erklärungskompetenz. Das freut mich. Ehrlicherweise verbeißt man sich zu schnell in Fachchinesisch. Neige ich auch sehr dazu. Und um ehrlich zu sein, ich hätte keine Ahnung gehabt, wie ich das von gestern und heute in einer Stunde hätte machen sollen. Es ist grundsätzlich ein Problem, was ich habe, dass ich vielleicht manchmal ein bisschen viel rede, aber deswegen mache ich auch die Webinare. Sowohl gestern als auch heute eine gute Veranstaltung. Sehr schön. Mega Format. Wenn man euch Kunde ist, bekomme ich dann sowieso Beratung. Ja, aber wie gesagt, müssen wir einen Termin idealerweise nochmal vereinbaren, weil irgendwann müssen wir halt mal reden. Aber wir lassen uns auf jeden Fall, wenn du Kunde bist, lass uns unbedingt reden. Höre aber trotzdem gerne bei solchen Terminen zu. Sehr schön. Nee, ist ja auch, also ist ja sehr schön. Das sind alle, die Steuerberatung sind. Ich rede keinen Shit. Wir sind tatsächlich Steuerberatung, wir haben da tatsächlich Kunden und solche Sachen. Schön, dass doch ein paar dabei sind. Ansonsten, wenn jetzt keine Fragen mehr sind, ganz ehrlich, mir fallen 1000 Steine vom Herzen, dass das technisch geklappt hat, weil dann weiß ich, dass wir nächstes Mal genauso alles machen wie heute und dann wird das funktionieren. Das war gestern, wie gesagt, den lustigen Part gestern habt ihr nicht gesehen, weil ich gestresst war witziger als Steuern davor. Gut, ansonsten würde ich ganz ehrlich sagen, ihr tut mir einen riesengroßen Gefallen, wenn ihr den Kanal abonniert. Wir veröffentlichen aktuell, glaube ich, jeden Freitag immer so ein kurzes Erklärvideo. Ansonsten werden wir aber, wenn das Feedback da, also so ist, und so sieht es ja aus, hat jetzt keiner gesagt, nee, bitte nicht, werde ich das regelmäßig machen. Ich weiß nicht, ob ihr es alle 14 Tage oder so, aber ich glaube, irgendwie an so einem Nachmittag, späteren Nachmittag, so wie heute auch, wie gestern, greifen wir uns unterschiedliche Themen raus. Ich habe ja einen Überblick darüber, was uns so die Kunden fragen. Gut, ansonsten, wir schicken dann Link mit Aufzeichnung. Wie gesagt, es wird auch noch eine Kombi aus gestern und heute und so geben und so, aber das gibt es auf jeden Fall per E-Mail. Ansonsten, vielen Dank euch. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich hoffe, bei euch scheint noch die Sonne und so. Und bitte bleibt gesund. Ich drücke uns allen die Daumen, dass das Ganze irgendwann doch sein Ende hat.